Freunde, was geht ab? Ich bin's Tim. Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute werde ich mit Dardan sprechen. Es ist ein unfassbar offenes Gespräch geworden. Ich bin krass happy damit. Also es war todesinteressant auch für die Jungs hier. Ich habe mich immer gescheut vor solchen Rap-Interviews, weil ihr wisst, wie es ist. So, ich bin halt ein bisschen in Deutschrap drin. Ich finde die Sachen cool, manchmal, manchmal nicht. Aber ich muss sagen, ich bin krass beeindruckt gewesen heute von Dardan. Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich appreciate es sehr, wenn Leute so offen sind. Ich fand es echt sehr, sehr geil. Also Real Talk. Und ja, crazy. Also ich dachte immer so ein bisschen, mit Rappern zu sprechen, das kann ich nicht, das wird zu weird. Aber ich muss sagen, mir hat der Podcast extrem viel Spaß gemacht. Du bist immer mehr braindead während Corona und weißt du, was mit deiner Zeit anfangen sollst, während dein Hirn gerade am Schmelzen ist? Da kann ich dir nur Blinkist empfehlen, mein Freund. Und zwar hast du bei Blinkist über 4500 Sachbücher zusammengefasst, die du dir in 15 oder weniger Minuten entweder durchlesen kannst oder anhören kannst. Wenn du denkst, ich rede scheiße, kannst du das Ganze 7 Tage lang gratis testen. Vergiss nicht, am letzten Tag dein Abo zu beenden, wenn es dir wirklich nicht gefällt. Aber du hast unten in der Beschreibung 25% Gutschein für ein Jahresabo und unten in der Beschreibung ist der Link. Wenn du willst, zieh aus, ich hab nur die. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Loch im Sock hab, deswegen lieber was? Nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Loch im Sock hab. Ja, Bro, wenn du Spaß, Bruder, ich kauf 1000 Euro Schuhe und dann soll ich die ausziehen. Lass mal, Alter. Komm, fang mal an. Okay, ey, Freunde, was geht ab? Heute ist Dardan hier. Wir haben es immer richtig weird, jetzt, Digga, nachdem wir hier eine Stunde sitzen, jetzt so einen Einstieg zu faken, aber. Ja. Ist die versteckte Kameras, oder? Nein, ich fühle mich wie bei Dinger. Kennst du das, wenn du, wie bei Instagram-Stories, dass wir das gerade hatten, Digga? Jetzt musst hey du Leute, was geht ab? Es werden ganz kranke Dinge passieren, ja. Ich bin hier mit meinem Freund Sniper Flow. Boah, der hat mich gefickt. Scheiße. Aber wer den Namen noch kennt, ist echt krass. Weißt du, wie der entstanden ist? Nee. Warte mal, ich hab's selber vergessen. Nee, lass mal. Wieso, wie ist der entstanden? Ich hab's vergessen, ich schwöre, ich hab's gerade einfach vergessen. Du hast vergessen, wie dein erster Name war? Nee, ich hab gerade das verwechselt, weil ich wollte gerade eigentlich erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ich überhaupt Musik im Netz hatte. Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Achso, ja gut. Dann hast du ja Sauerstoff gespart. Auf jeden Fall. Ich war im Studio. Erste Mal in so einem Jugendhaus in West hier. In so einem West oder Berliner, nee, wie heißt es? Berliner Platz, ja, dieses. Berliner Platz oder da oben bei Dinger? Berliner Platz. Bei Schwabbebel. Berliner Platz? Ja, okay. Gibt's da Jugendhaus? Weißt du, wo Freunde Kupferstich ist? Ja, wenn doch. Wenn du da hochgehst. Okay. Ja, und da ist ein Jugendhaus und da war ich auf jeden Fall und dann habe ich was aufgenommen und mit ein, zwei Kollegen, die fanden das krass und dann hat er ein Video mit Handy gemacht und hat den Song habe ich dann natürlich direkt allen geschickt, weißt du, weil damals war ja nicht so leaken und so. Und dann hat er es genommen, hat es einfach drunter gelegt und das Handy-Video und in YouTube gestellt. Und dann hatte das so, keine Ahnung, 6000 Klicks und das war krass. 6000 Klicks waren krass, Bruder, für einen, der noch nie, weißt du, ich meine. Wie alt warst du da? Ja, da war ich 8, das war 2015. Da war ich so 17, 18, 17. 17. Ja, Mann, 17, 18, Alter, das waren noch Zeiten, Alter. Ja, da hatte man noch eine Chance, sich durchzusetzen, Digga. Ey, ich weiß noch, als damals Wehrmacht Para kam, Digga, das waren Zeiten, Alter. Da haben wir die ersten Gibbets da geraucht bei Chinesischer Garten, da bei der Schule. Ehrlich? War zu viel Sportplatz. Bro, das war alles unsere Hut, Digga. Wie alt bist du? 16, Alter. Was? Ja, Bro, ich habe halt spät angefangen zu kiffen. Hast du da angefangen zu kiffen? Krass. Aber geil, ja. Geil, Mann. Digga, waren einfach. Hast du so eine Verbindung so damit, so? Weil in der Zeit. Ist da irgendwas passiert oder so in der Zeit? Ja, safe. Oder? Digga, ihr wart so, das war das Erste, dass einfach Jungs, Digga, Bro, du musst dir überlegen, wir waren da Kids, Alter, haben da Scheiße gebaut und auf einmal sehen wir fucking Video von irgendwelchen Leuten, die man noch nicht so wirklich kennt, die auf dem Sportplatz sind in Zufi, wo wir chillen. Da bei der Schule und so, Digga, wir haben getrippt, Digga, wir sind komplett abgekackt. Wir waren, Digga, auf einmal, was geht da ab? Digga, das war krank. Ja, aber es hat auch keiner von uns erwartet. Also, ich hatte davor schon so 2 Songs draußen so und weil die so in Facebook viral gegangen sind, bei so Seiten wie Minusmensch und so, kennst du vielleicht noch so, haben die es gepostet, wow, krasser Flow und so. Und dann hatten die so 100.000 Klicks. Und das war auch schon krass, aber ich hab's gar nicht realisiert. Und dann hab ich mit Enno connected und hab ich einen Beat geschickt einfach. Das ist halt einfach ein Beat von Skepta, also der macht Parabeat, ne? Also ist einfach ein YouTube-Beat so. Und wir hatten noch einen anderen Beat für Wer macht Para, der war
von irgendeinem Produzent von Omi, also ein guter Kollege von mir, ein Kameramann, der damals die Videos gedreht hat. Und, aber der war so zu trappig, weißt du, wie ich meine? Der war so zu Buba-mäßig. Und da haben wir gesagt, nee, der ist kacke. Haben wir den anderen einfach genommen und haben einfach 3-4 Mal so viel Klicks wie der originale Song von Skepta gemacht. Der auf Englisch ist, weißt du? Das ist schon crazy. Ihr habt da 30 Millionen Klicks drauf oder so. Ja, irgendwie sowas. Und also in diesem Monat kam Kokain raus, in diesem Monat kam Palme aus Plastik raus. Zig andere Sachen. Und dann kam so hiphop.de, der nächste virale Hit von den nächsten 2. Und ich bin so, ich habe so keinen Cent in der Tasche und ich lese das so durch, so, wie die berichten über mich, weißt? Und der Song hatte einfach in ein paar Tagen 1 Million Klicks. Was war das, Digga? Erzähl, was war das für ein Feeling? Sehr schwer zu beschreiben, Bro. Wirklich sehr schwer. Also du weißt nicht so, weil du realisierst das nicht. Du siehst krass und alle wünschen, die sagen dir krass und ey, aber du realisierst das nicht, Mann. Du denkst dir so, ah oh, ja, Mann und so, aber ich kann es irgendwie nicht beschreiben, das Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Ja, das kommt immer später. Ich weiß, du bist ja auch erfolgreich und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber du realisierst den Erfolg immer so. Also ich, bei mir ist so, dass du den Erfolg immer ein bisschen später realisierst. Ich glaube, man realisiert das erst, wenn du siehst, dass Menschen so ein bisschen so, keine Ahnung, so eingeschüchtert sind davon und so anders, dich anfangen anders zu behandeln. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Ja, kommt drauf an. Wenn du zu leichtgläubig bist, denkst du, na, hier, da ist dein Freund. Und, ja, ja. Und du vergisst halt, dass sie davor einfach dich nicht mal mit dem Arsch angeschaut haben. So. Aber wie war das dann? Digga, du hast angefangen zu rappen, auf einmal dieser fette Erfolg. Was wolltest du davor machen? Also ich habe die Schule gemacht, ganz normal. Gegen Ende bin ich nicht mehr so oft hingegangen, einfach. Kenn ich. Bin ich ehrlich, aber ist halt auch ein sehr großes Risiko, würde ich auch keinen empfehlen, natürlich so. Weil diese letzten 2 Jahre, vor allem in der Schule, zum Beispiel in der Realschule, die machen halt komplett, also alles die, machen, aus. Die machen alles aus. So, ob du ein Junkie wirst, ob du ein erfolgreicher, was weiß ich, Geschäftsmann wirst oder ob du einen krassen Job hast, wo du einen guten Lohn bekommst und eine Familie gründen kannst und so. Weißt du, wie ich meine? Sachen lernst. Und ja, dann habe ich am Ende so ein bisschen drauf geschissen, weil ich mir da, also kennst du so, Pubertät und so, weißt du, so mit 16, wenn du 16 Jahre alt bist, keiner hat Recht, nur du hast Recht. Ja, ja, ja. Nicht mal deine Eltern haben Recht, so, weißt du, ich meine so. Und ja, aber wir waren halt ein Risiko, ne? Also. Du hast gesagt, scheiß auf alles, ich rap. Genau. Fett. Und danach habe ich am Hauptbahnhof gearbeitet noch, wo ich die Realschule abgeschlossen habe, so einigermaßen abgeschlossen, kann man es nicht so nennen. Und was hast du gemacht dort? Ich war Verkäufer, ich erkläre dir, wie das war. Ich habe irgendwann 19 Uhr, also ich war zwei, drei Monate nicht mehr auf der Schule, ich habe einfach gechillt. Irgendwann 19 Uhr, mein Vater kommt in mein Zimmer, verpasst mir einen Drehkick und sagt, ey, willst du mich verarschen, Alter, du sitzt, es ist 19 Uhr, du schläfst. Ich habe den Job abgecheckt, du bist ab Montag dort am Hauptbahnhof. Das ist ein sehr guter Kollege von dem, vom Sport kennt er den, der hat dort so ein, da verkaufen die Baguettes und so, weißt du, wie ich meine? Und der hat gesagt, entweder du gehst dahin oder du gehst Burger King. Ich habe gesagt, ich gehe niemals in Burger King, scheiß drauf, ich gehe dahin, weißt du? Und dann bin ich dahin gegangen und habe 8 Monate da gearbeitet, Digga. Und, aber da, ich habe nicht lange gearbeitet in meinem Leben, so einen normalen Job. Das waren diese 8 Monate, aber da habe ich echt gelernt, so was das heißt, so aufstehen jeden Tag und Vollzeit und so. Weißt du, hast du Vollzeit mal gearbeitet irgendwo oder? Niemand. Noch nie in deinem Leben? Also halt vielleicht hier, aber. Ist eine geile Erfahrung in dem Sinne, dass du halt diesen Tagesablauf lernst und dieses. Du hast keinen Bock, du schaust auf die Uhr, du denkst, 4 Stunden sind vergangen, aber es sind nur 4 Minuten vergangen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und ja, ich bin stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Weißt du, ich meine, ich sag dir ehrlich, so, für mich ist auch nichts Peinliches. So. Auch wenn ich da monatelang hier die Leute am Hauptbahnhof, die zum Zug gegangen sind, Brezeln verkauft habe oder Baguettes verkauft habe oder Wasser, also Getränke verkauft habe. Und ja, ich bin stolz drauf. So. Und ja, und dann irgendwann hat es so angefangen, wie ich dir erklärt habe. Und dann ist irgendwann mein erstes Video rausgekommen. So. Und es hatte nach 4 Tagen 4000 Klicks. Und ich dachte mir so, ey, mich erkennt doch eh keiner. Weißt du, wie ich meine? So, dann, ich kann hier weiter arbeiten. So. Und dann denke ich mir, ich habe keinen Bock mehr. Weißt du? Und dann denke ich an meinen Vater, der so, wir kündige bloß den Job nicht, Alter, mach was aus dir, so, weißt du? Und irgendwann hatte ich so Nachtschicht dort, weil das war 24 Stunden offen, ne? Da kamen so besoffene Leute so, nachts, die vom Club gekommen sind und dann mit dem Zug in ihre Dörfer wieder zurückfahren. Und dann guckt mich der eine an, ich bin besoffen, guckt mich
Ganz seit dann. Und ich wurde noch nie in meinem Leben erkannt davor. Weißt du, wie ich meine? So ganz normaler, random Guy, einfach so wie früher halt, ne? Und dann guckt er mich so an, die ganze Zeit. Und ich denke, so, was ist der von mir? Ja, fuck mich voll ab, Mann. Der durchlöchert mich mit seinen Blicken. Und dann der so, ey, du bist doch dieser Sniper-Flo, gell? Ich so, ich guck so auf meinen Namen, du hast so ein Namensschild, ich guck so auf mein Namensschild, ich so, nein, Mann, ich bin sein älterer Bruder und so, was redest du, sag ich so, weißt du, ich mein? Ich so, nein, ich bin sein älterer Bruder und so, weißt du, mir war übel unangenehm, weil du kennst das nicht, du bist ein ganz normaler Junge vom Block, weißt du, du struggles und hustles und dann auf einmal erkennt er dich, weißt du, ich so, nein, Mann, ich bin sein älterer Bruder und so, der so, ey, der macht richtig geile Mucke und so, sagt er zu mir, also ich denke mir so, ach krass, der feiert das und so, und dann kam nächste Woche der Nächste, dann wieder der Nächste, dann haben mich so 2, 3, 4 Leute erkannt und dann habe ich gesagt, ey, jetzt vorbei. Jetzt ist vorbei. Da habe ich kurz, und dann wollte ich wieder Schule anfangen, dass ich wenigstens einen gescheiten Abschluss habe. Weißt du, wie ich meine? Bin ich auf die IBS hingegangen und dann kam Wer macht Para raus und seit dem Song bin ich halt einfach nie wieder hingegangen. Damals habe ich meine Ex-Freundin geschickt, die soll meine die Bücher, die wir bekommen haben, einfach noch zurückschicken. Ich hatte nicht mal Gesicht, da noch mal hinzugehen. Weißt du, wie ich meine? So, da habe ich das noch da probiert, diese 2, 3 Monate. Digga, IB, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du weißt, was das ist. Ja, welche IB bist du? Achso, ja, okay. Zum Beispiel IB Feingen oder IB Esslingen, Katastrophe. Da war ich so 19 und ein Tisch weiter war eine Olle, die ist 16 Jahre alt. Ein Tisch vor mir ist ein Typ, der ist 32 Jahre alt. Weißt du, wie ich meine? Was ist das für eine Klasse, Bruder? Was, so, weißt du, wie ich meine? Der andere, der eine hat Hausfall und der andere ist, weißt du, wie ich meine? So, und dann war ich in der Pause und dann bin ich zum Rewe kurz gegangen in der Pause und dann kam jemand, so wirklich so ein richtiger Fan, weil ich hatte, wer macht Parada draußen und denkt, so ein kleines Mädchen kommt, ey, ich feiere dich so sehr. Und da hat sich auch schon meinen Namen geändert zu Dardan, weißt du? Ey, ich feiere dich so sehr und ey, bitte lass uns ein Bild machen. Und ey, das war mir so unangenehm, weißt du, weil ich konnte nicht umgehen mit dieser Situation, weißt du? Und da wollte erst mal jemand mit mir so ein Bild machen. Und ich denke mir so, ey, was willst du mit mir ein Bild machen? Ist das dein Ernst? So Bild, Autogramm, alles. Und meine Mitschüler gucken mich so an, so, guck mal den und so, weißt du, wie ich meine? Boah, das war der letzte Tag, dass ich in diese Schule gegangen bin. Der letzte Tag. Ich bin noch nach der Pause noch mal reingegangen so und dann natürlich habe ich nicht aufgepasst, weil ich die ganze Zeit daran denken musste und dann ist mir so klar geworden, so ey, so ist auf jeden Fall machbar. Ich meine, so ist auf jeden Fall machbar und scheiß drauf, ich gehe da nie wieder hin. Ich gehe da einfach nicht mehr hin. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, habe gesagt, ey, weil der hat ja auch gesehen, dass ich Mucke mache und so, der hat es auch so supportet. Ich so, ey, mit Schule ist nichts und so. Der so, wie mit Schule ist nichts? Ich so, ja, ich geh nicht mehr hin. Der so, wie, du gehst da nicht mehr hin und so? Ich so, ich will Musik machen. Und ich mach schon so, ich denk, der haut mir jetzt eine rein. Ich so, ich will Musik machen. Der so, ja, okay, sagt er einfach. Ich so, hä, wie, ja, okay. Ey, der hat einfach gesagt, ja, okay, mach, ich unterstütze dich dabei. So, natürlich hatten wir jetzt nicht die Ressourcen, um alles selber zu machen, zum Beispiel, wir hatten jetzt nicht viel Geld, weißt du, mein Vater hat bis heute keinen riesen Lohn, so, weißt du, aber ja, aber das war halt, das reicht auch für mich, wenn er einfach dahinter steht und mir zum Beispiel, weil andere Väter, die würden sagen, was für Musik, was ist das und so, was, vor allem 2016, wer ist da, vor allem aus Stuttgart, weißt du, klar, gab es Nimo und so, weißt du, aber dann man dachte sich, ja, okay, einer aus einer Stadt und das gibt's nicht zweimal und so, weißt du, aber dann, bam, so. Und seitdem bin ich am Hustlen, am Durchziehen, machen, am Kämpfen für den Traum. Ja. Aber wie war das dann? Du hast doch Schule geschissen, hast gesagt, du setzt alles auf Musik. Ja, richtig, ja, dumm Ahnung. Eigentlich. Ich habe selber eigentlich gemacht. Ah, also, ja, okay. Aber also ich ist extrem dumm und jeder sagt, es ist dumm und ich weiß, wie es ist. Jeder sagt, ey Digga, bist du dir sicher? Jeder will mit deinem Kopf ficken, mach was Normales, mach was Anständiges. Es ist sehr gefährlich. Also es könnte auch sein, dass es nicht geklappt hätte und ich mich einfach nur blamiert hätte und jeder meinen Namen kennt und am Ende ich kann nicht mal Geld richtig verdiene und dann wieder... Und du warst mal erfolgreich. Ha? Und dann, du warst mal erfolgreich warst und jetzt wieder komplett wieder normales Leben. Genau, und das ist das Schlimmste. Du bist berühmt, aber hast kein Geld. Überleg mal. Auch wenn es nicht geklappt hätte, ich wäre auch nicht mehr diesen normalen Weg gegangen, denke ich so, weil ich das einfach nicht eingesehen habe, dass mir ein Mensch, der nicht mal Deutsch kann, sagt, ey, geh, mach das sauber. Du machst heute das, du kommst morgen da. Weißt du, wie ich meine? Weil ich denke mir, hey, für was habe ich so, also was heißt Gas gegeben in der Schule? Am Ende habe ich nicht so Gas gegeben, aber für was habe ich das alles hier durchgemacht? Also, dass ein Mensch, der seit 5, 6 Jahren in Deutschland ist und einen Laden hat und dann dir sagt, ey, mach das.
Nein, du machst das. Weißt du, ich meine, ich kam mir dumm vor. Und dann habe ich mir geschworen, ich lasse mir nie wieder von irgendwem was sagen, wie ich arbeite, was ich mache und so. Und da hat, dem Moment hat es halt Klick so gemacht, weißt du? Und es gibt ja auch andere Wege, wie du an Geld kommst und so. Und ich wäre wahrscheinlich den Weg dann gegangen, sage ich dir ehrlich so. Ja? Ja, weil viele auch aus meinem alten Kreis. Ja, ich kenne das in F-Bronx schon zu viel. Nicht von meinem Kreis jetzt, wir machen nichts, alles gut. Aber von meinem alten Kreis sind viele halt den Weg gegangen, weißt du? Ja, da waren wir Dinger. Das ist auch nicht schwer heutzutage, illegales Geld, also... Ja, nee, dort machen das auch viele, das ist auch relativ normal dort. Also Stuttgart ist jetzt vielleicht nicht so hart wie irgendwie andere Städte, aber dort ja, zu viel und schon. Freiberg und so schon. Ja. Ist alle, überall gibt es Kriminalität. Überall. Auf der ganzen Welt. So. Und vieles bekommst du auch wahrscheinlich nicht mit, Bruder. Vieles bekomme ich auch nicht mit. Ich will jetzt nicht sagen, ich kenne alles. Und ich, aber glaub mir, Stuttgart ist schon ekelhaft. Bro, wir haben da bei der Tanke bei F-Bronx haben wir mit Nico Video gedreht, dann sind Korps gekommen. Ah, stimmt, ja, stimmt. Nico wohnt ja in Freiberg, ja, stimmt. Genau, und dann daneben ein paar Kilo Ding haben die, also wirklich bei der Tanke haben die dort, haben die Dinger gehabt. Neben dieser Werkstatt dort, ein paar Kilo Koks. Ich komme selber nicht glauben, die haben uns alle weggeschickt. Ah, der Albaner, der was hops genommen wurde. Ich weiß nicht, ob... Bruder, ich war ja in Freiberg auf der Schule, aber ich habe ja immer links in Rot gewohnt da. Rot zu Zuffenhausen. Ja? Rot, Schotzacher Straße. Bruder, wir haben früher, ich habe mich geschämt vor dem zu rauchen. Okay, du siehst ältere Albaner, aber der hat immer eine Tankstelle, diese Werkstatt, eine Tankstelle meinst du? Und wir sind da immer Kippen kaufen gegangen und so, ich habe mich geschämt vor dem zu rauchen. So, scheiße, ältere Albaner, ey, kannst du nicht machen und so, kannst nicht Zigarette, immer Gebäck gemacht und so, gell? Weil er war so wie so ein Onkel, weißt du? Ja, ja. Auf einmal, ich bekomme mit, SEK-Einsatz bei dem. Ich krieg ein Video geschickt, wie der in Handschellen abgeführt wird. Der Typ war ein Motherfucker, Bruder. Der war angezogen wie ein Penner, aber der Typ war Motherfucker. Ich habe einen Kollegen im Knast besucht, Daryl, okay? Wen sehe ich im Besucherraum? Diesen Typen, ich schwöre auf meine Mutter. Diesen Typen sehe ich. Der kommt rein, sein Sohn hat ihn besucht, der lacht mich an. Der so, was geht ab? Der so, kann sein, ich werde abgeschoben, aber wurde nicht abgeschoben. Der ist jetzt wieder draußen. Ja? Ich habe den gesehen. Ich weiß nicht, ob der das war, aber die haben das dort... Das war der, Bruder. Das war der. Ich kenne auch seinen Namen, ich will ihn nicht sagen, aber das war der, Bruder. Der Typ war ein Motherfucker. Und da war ein Kripo-Beamter in Freiberg. Der ist Albaner, okay, so ein älterer Albaner. Und der kannte den und hat gesagt, ey, hör auf. Hör auf, ich sag dir lieber auf korrekt, weißt du, hör auf, weil die kommen bald. Also, lass mal und so, weißt du, ich meine, bam, haben die den hochgenommen. Der hat 8 Jahre bekommen oder 7 Jahre, ist nach 4 rausgekommen. Es kann sogar sein, dass es jetzt so 2017 oder 18, ich weiß nicht, irgendwie sowas war. Ja, der ist 2020 oder 19 ist da rausgekommen. Und zwar 2016, so. Krass. Der saß 3,5 Jahre oder so. Digga, das war wie Film, wir waren daneben, als die... Ach, ihr wart da? Wir standen 20 Meter neben der Tankstelle, haben dort gedreht, Digga. Ah, ihr habt da gedreht. Wir haben gedreht und dann ist SEK und Ding gekommen, alles mögliche. War tagsüber, war nicht mal morgens. So kurz vor abends, so genau. 17, 18 Uhr, irgendwie sowas. Aber, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht über Straftaten. So. Nein, scheiß da drauf, ich fand's gerade der Ding ist ein Motherfucker, ich kenn ihn. Und ich hab, wie gesagt, ich schäme mich vor dem, das zu rauchen, Zigaretten. Und der hat da die Kilos in Dings drin, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Digga, ist richtig schon krass. Richtig krass. Aber scheiß da drauf, Digga, wir machen unspektakuläre Sachen. Wir sind eher so für Kühlschränke und so zuständig. Oder auf, also ich weiß nicht, ob ihr habt vielleicht gesehen, dass ich in meiner Story einen Kühlschrank gepostet habe und Tim Gabel markiert habe. Aber, ja, keine Ahnung, Bruder, erzähl mal, das war einfach ganz übel random, Alter. Das war wirklich komplett random. Ja, nein, er hat einfach gepostet, dass er jemanden braucht, der Kühlschrank hochzutragen und so. Und dann habe ich halt Homies, die mir geholfen haben mit dem ganzen Stuff hier. So als CK und so. Und dann ist der mit seinen Leuten, Bro, das ist so, das musst du dir vorstellen, das war wie in so einem schlechten Kinofilm. Ey, aber Bro, ich sag dir ehrlich, der sagt mir, ey, ich bring dir jetzt Leute, die bauen den auseinander und bringen den in den ersten Stock. Ich denke mir, der kommt jetzt mit so Paketen, die heben, ja, boah, weißt du, wie ich meine? Aber wenn man, der kommt mit so einem Typ, der ist ein bisschen älter, ne? Ja, ja. Auf einmal ist so eine Frau dabei, da ist so ein 16-Jähriger dabei. Ich so, was? Und noch diese zwei Männer und die sind auch nicht groß, weißt du? Alle klein? Ich so, was geht ab? Was habt ihr vor, Alter? Auf einmal, die packen den an, die nehmen den auseinander, einen Imbus, bam, die tragen den hoch. Ich so, scheiße, ich will helfen, weil der eine war voll rot geworden im Kopf. Ich so, ey, ich will helfen, ich will ihn hochtragen. Ich will so ran, auf einmal ich merke, ey, ich bin nur noch mehr Last. Ich mach, das bringt gar nichts. Ich stehe nur im Weg. Der größte Kühlschrank, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe mich, Bruder, keine Ahnung, so Spindeltreppe, wie du den hochkriegst. Und wir beide stehen nur unten, während diese drei älteren Leute den hochbringen, Digga. Und wir stehen unten an dem Ding. Und wir wollen so helfen, aber wir merken so, ey, wir stehen nur im Weg. Auf einmal war das Ding oben so mit Teppich und so, Bruder, die waren. Und der hat ihn in 5 Minuten wieder
wieder eingebaut, also die Türen und so eingebaut. Ey, Digga, ich krieg jetzt gerade Puls. Krasser Typ. Der Typ ist verrückt, aber ey, ich stand unten, ihr müsst euch vorstellen, wir standen da an dieser Spindeltreppe, ich guck ihn an, Digga, mein Herz dumm. Ich dachte gerade, Digga, wenn die da einer brettet, der ist tot, Digga, der ist Palatschinka. Weißt du noch, Bruder, der Kühlschrank war so, die haben den so waagrecht, wie sagt man? Ja, ich war, ja, so, der war so geneigt, so komplett. Der war geneigt und der ging immer mehr so in diese Richtung. Und wir sind so. Der ist immer mehr unter den Kühlschrank gegangen und die Treppen sind so übel, wie soll ich sagen, also so gehen kurz. Gehen so um die Ecke ein bisschen. Genau, und die sind steil. Haus. Bro, also wirklich, ich dachte, Bro, und der neigt sich immer mehr und wir sind so da, wir wollen helfen, aber wir wollen noch nicht weg sein. Wir wollen ja nicht im Wohnzimmer chillen, während die das machen, deswegen sind wir da. Wir gucken halt nur so zu, Digga, und fragen uns. Ich guck den Kühlschrank an, ich so. Und dann der tippt mich an, der so, Digga, wenn das Ding jetzt auf uns fällt, dann sind wir Palatschinken, Digga, dann sind wir richtig, dann sind wir Matsch. Aber die haben es einfach geschafft. Die haben es einfach geschafft und haben den fucking den ersten Stock getragen. Und die, wo ich den gekauft habe, sind ja auch Leute gekommen, die den hergebracht haben. Yeah. Die haben 2 Stunden versucht, das hochzubringen. Es hat nicht geklappt. Die so, ja, es geht nicht hoch. Richtig so traurig. Ich so, wisst ihr, was geht? Wo ich gesagt habe, geht, der so, oh ja, okay. Und dann ist er gegangen. Weißt du, ich meine, die haben sich voll gefreut. Ich so, scheiße. Ey, Bro, das war... Aber krass, Mann. 2 Türen. Ich danke dir nochmal dafür. Was? Ich danke dir nochmal dafür. Ich habe ungefähr genauso viel gemacht wie du, Digga. Also, muss mir nichts danken. Ja, aber du hast ich habe ja nur zugeguckt, Digga. Ich habe nur zugeguckt. Er war ins Team da. Ey, aber... Ich ein Danke aussprechen hier. Live im Podcast. Nein, das war eine witzige Aktion auf jeden Fall. Das ist so was übel Banales, so denkst du, Kühlschrank auf, aber ich hab's gefeiert, Digga. Das war schon witzig. Ich höre. Das war übel eine random Story. Weißt du, wie viele mir geschrieben haben, was hat Tim Gabel damit zu tun? Alle so, hä, was hat Tim Gabel damit zu tun? Weißt du, wie ich meine? Was ist los? Übel viele haben mir geschrieben. So. Ich hatte auch wirklich nichts damit zu tun. Ja, schon. Schick mir mal hier ein bisschen Wasser ein. Mhm. Ich bin auch hier zu geiern, Alter. Nicht mal Wasser gibst du mir, Alter. Bro, ich hab dich gefragt. Digga, willst du Cola? Nee. Kennst du so, du machst einen auf gesund jetzt. Später, du gibst dir so Cola, Haribos, alles. Willst du nicht? Was? Nee, Bruder, danke dir. Willst du Kaffee? Willst du Nein, Kuchen? Bruder, danke dir. Nein, aber, ja, nee, schon krass. Also ich weiß nur, wie das bei mir war, Digga. Du hast halt Schiss, du bist die ganze Zeit so, du hast Angst, wieder komplett abzustürzen. Du weißt nicht, was der nächste richtige Move ist. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie zu Warner Brothers gehst und sagst, ich mache jetzt dort Uni oder Studium und die erklären mir alles, wie es geht und ich bin morgen ein Superstar-Rapper. Natürlich nicht. Alles muss stimmen, Bro. Alles. Aber was hat da gestimmt, Digga? Waren es Leute, die du getroffen hast? Wer hat dir geholfen, dass du keinen Scheiß baust? Weil du weißt, wie das ist, Digga. In dem Alter fett Cash machen und am Anfang hat man keinen mein Cash, Team. Man ist nur bekannt. Bro, mein Team, guck mal. Ich mach das mit Jungs von meiner Gegend so. Und aber halt nicht so Billo, Kanaken-mäßig, ja, Rücken, dies, das. Wir machen das professionell. Weißt du, wie ich meine? Ich habe 2 Partner, weißt du, mit denen ich das mache und die sind halt so... Die kannten sich da ein bisschen aus und kennen ein paar Leute und die haben sich gedacht, ey, von dieser Stadt ist schon mal jemand berühmt geworden und in eine andere Stadt gegangen und weißt du, wie ich meine? Und ich so, dann haben die halt gemeint so, ey, weil zu der Zeit, also ich will mich jetzt auch nicht pushen, Alter, weißt du, aber sehr viele Anfragen kamen da, weißt du, von den größten Labels damals so, weißt du? Und ich weiß nicht, weil ohne die wäre ich halt safe irgendwo hingegangen, ob es ein Katar ist, ob es dass er sich Carmen ist oder so, weißt du? Weil ich will einfach nur Rapper werden und ich will den Traum leben, weißt du, ich meine? Ich wäre safe einfach irgendwo hingegangen, so. Und die Jungs wollten halt einfach nicht, dass ein Junge wieder von hier wieder irgendwo hingeht und dass ich vielleicht komplett auseinandergenommen werde. Weil ich habe keine Ahnung, Bruder. Wäre ein Vertrag gekommen, ich so, hier, gib, 100.000, gib her, Mann, ich mache Mucke fertig, weißt du? Aber das wäre halt der falsche Weg natürlich so. Weil viele haben das gemacht, guck, wo die jetzt sind. Du brauchst eigentlich gar keinen, du brauchst kein Camp, um groß zu werden. Dann Vorschuss in Uhr investieren. Ja, weißt du, wie ich meine? Du brauchst einfach independent, du kannst independent sein heutzutage, weißt du? Und es werden noch immer mehr Leute. Weißt du, du musst nicht zu dem Rapper gehen, um dass du krass wirst. Weißt du, ich bin ja der beste Beweis dafür, ich bin nicht zu irgendeinem Rapper gegangen. So, und weil meistens haben auch diese Camps mit diesem einen Hauptrapper, der das Label gegründet hat, so Ego-Probleme. Mhm. Und ja, ja. Du kannst neben ihm nicht wachsen, weil er das nicht zulässt. Weißt du, wie ich meine? Und das habe ich halt damals nicht gesehen. Ich war einfach jung, ich war wild, ich war im Rausch, ich wollte Mucke machen. Eigener und Film. Und ich habe es halt mit denen durchgezogen und bis heute noch, alhamdulillah, zum Glück, weißt du, wie ich meine? Und das war die beste Entscheidung so. Weil wir nach vorne geguckt haben und an die Zukunft gedacht haben und nicht auf schnell so. Erster Vorschuss, lass uns die Hälfte nehmen und wir bauen ein, wir machen eine Shisha-Bau auf. Weißt du, wie ich meine? Sondern, ja.
Ich denke auch, viele wissen gar nicht, wie strukturiert das eigentlich ist, wie viele Mitarbeiter wir haben und so. Weißt du, ich meine, wie viele, wie das so, weißt du, ich meine so. Und ja. Aber ja, Bruder, das sind meine Partner. Mit denen habe ich angefangen und wir haben halt noch zig Mitarbeiter, so, so wie du auch Mitarbeiter hast, die natürlich auch alle dazu beitragen, so, und die ihren Job auch gut machen. Und ja, das war so dieses, komm, wir machen unser Ding und wir entscheiden, was wir machen. Das hat das ausgemacht, denke ich. Wie siehst du das heute so mit diesen ganzen Teams? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Shirin David schreibt ihre Songs nicht selbst oder wer auch immer, oder Drake schreibt seinen Stuff nicht selbst, ist nicht in Ordnung. Aber dann so die Rolle von Produzenten wird immer wichtiger, dass die guten Job machen. Weißt natürlich. Du, diese ganzen Teams, die immer wichtiger werden. Boah, du hast gerade so ein krasses Thema aufgemacht. Ich habe letztens noch. Das ist eine Sache, die mich triggert, weil ich das halt. Ich weiß, aber guck mal. Deutschland ist ein bisschen immer hinterher. Yeah. Weil warum ist die Mucke in Amerika krasser? So wie jeder sagt, Deutschland ist peinlich. Ja, ja, ja. Ich höre jetzt kennst du viele, ich höre kein Deutsch, ich höre nur American. Weißt du, ich meine, kennst du Leute? Aber heimlich, die hören so trotzdem so Shindy und so, weißt du, ich meine? Ja. Oder in Amerika arbeiten die ganz anders. In Amerika holen die 100% raus. Und da steht kein Ego im Weg. In Amerika holen die 3 Writer, Topliner. Oder Jay-Z, Kanye West, nee, jetzt Kanye West nicht, aber Jay-Z lässt, also habe ich mal gehört, der lässt einen einfliegen, dass er nur die Bässe mischt. Der lässt ihn ein, nur das, weil die halt 100% wollen. Weißt du, wie ich meine? Und ey, ich finde, von mir ist noch keine Single rausgekommen jemals, die ich nicht selber geschrieben habe, weißt du, aber wird in Zukunft vielleicht auch so sein. Aber ist mir auch scheißegal, dieses, du schreibst selber nicht, ey, wen juckt's, wenn der also Song... Also du performst selber? Ja, das so oder so. Verstehst du? Ja, also, ja, schon. Aber wenn der Song ballert, wenn der bounced, es ja, ist genau. Doch scheißegal. Wir sind doch nicht mehr, es ist doch nicht mehr die Zeit von Rakim und Nas, wo man delivern muss und das sagt, was man, weißt du, wie ich meine? Ja, wenn du nicht schreibst, bist du nicht real. Bro, die Mucke hat sich doch auch voll verändert, weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist Deutschland so, weißt du, ich meine, weil dieses Ego-Ding, ja, der schreibt nicht selber, der ist nicht real. Digga, es ist scheißegal. Weißt du, was die Kunst ist? Weißt du, wann du Künstler bist? Wenn du die Leute zusammenbringst, ja, ja. Den Writer, den Produzent, den Topliner, weißt du, wie ich meine? Dieses Studio, diesen Ingenieur, der mastert, nicht der, weißt du, wie ich meine? Im Endeffekt, wenn das passt besser zu dem, der ganz und so genau. Ja, ja. Und es gibt doch, Bruder, Drake zum Beispiel, die sagen, der schreibt keine Songs selber. Digga, Drake schreibt Songs für andere, für Sängerinnen, weißt du, wie ich meine? Aber er ist auf so einem Level, er will 100%, er will der Krasseste werden. Und er ist auch schön, jetzt schon einer der Krassesten aller Zeiten im Hip-Hop, weißt du, wie ich meine? Und deswegen macht er das, weißt du? Und so, ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft auch so arbeiten, weißt du, was ich meine? Und das ist halt, was Deutschland fehlt, so dieses Offene. Aber immer mehr Künstler machen das und geben das auch offen zu, so ey, der writet für mich, er ist mein Writer und so. Früher hat man das ja voll versteckt. Boah, Writer, nee, du bist jetzt Dings, ey, du musst ruhig sein, Dings unterschreiben. Das Schweigegeld und wie nennt man NDA. Diese Verträge? Ja, NDA. Genau, ja, nee, erstmal das unterschreiben, nee, so, weißt du. So diese Sklaverei und so, weißt du? Aber ja, das ist es halt. So, und da brauchen die Leute auch nicht rumzuhalten. Ja, Deutschland ist so und ja, ey, Amerika, alles schön und gut. Die sind alle so, kreativ, weißt du, und innovativ, originell in Deutschland. Ey, dann denke ich mir die von den Leuten, ey, seid doch mal stolz drauf, was die Leute hier erreichen, Mann. Und so, weißt du, wie ich meine? Ey, hatet die Leute doch nicht. Hey, klar, wenn du jetzt einen Song 1:1 nach... Das ist ja noch was anderes, wenn du bitest, 1:1. Ja, ob einer bitet oder 10 ist same shit. Ja, das ist was anderes, weißt du? Das kann man schon belächeln, so, aber... Wenn du, wenn du deine Texte nicht selber schreibst, vor allem in. Wir machen ja nicht mehr, wir hören, das sind ja keine Boom-Bam-Beats mehr, wo du 16 Bars durchrappst, ich bin der und Delivery und Spitten und weißt du, ich meine, das ist vorbei, Bro. Das ist, es ist noch da, aber in einer anderen Form. Heutzutage gibt es Autotune, die Beats sind nicht mehr so, weißt du, wie ich meine, das sind Hits, Club-Hits, weißt du? Die Pop-Hits von heute sind die Rapper, weißt du, ich meine, ja, ja. Die Rap-Tracks so und ja, das ist das Ding. Warum wundern sich die Leute, dass es in Deutschland so ist? Weißt du? Weil die Leute einfach zu stolz sind und ich schreibe, nee, Dings, man muss selber schreiben, der ist kein Künstler, der lässt sich writen. Ja, die lässt sich writen, Shirin David lässt sich writen. Trotzdem rasiert die. Ja, genau, trotzdem rasiert die, das ist genau ich mein, das. Ist ja, wer ist dann der Fisch am Ende? Der, was die kritisiert und sagt, ja, guck mal, das ist nicht real und was weiß ich. Digga, was ist denn real überhaupt heutzutage noch? Weißt du, wie ich meine? Real ist, wenn du dir selber treu bleibst. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du willst, dass jemand deine Texte schreibt, weil du willst, dass das Produkt krass wird, dann bist du doch real. Weil du zum Beispiel keine Angst hast, das zu verstecken. Das ist doch viel realer als alles andere. Finde ich.
Ey, ich sehe das genauso, deswegen wollte ich es ansprechen, weil mich das... Safe. Das ist in jeder Branche ist es normal, dass du viele Leute hast. Das ist ja, ey, das ist, ob das in Mode ist oder ob das in der Musik, Movies und so Shit, überall ist ja. Das so. Du hast überall übel viele Leute, die an dem Ding arbeiten und du wirst nicht alles selber machen können. Was sollst du am Ende machen? Sollst du selber noch mixen? Sollst du noch produzieren selber, damit das du dann nur gemacht hast, hä? Da gibt's auch so Leute, aber ich gib's lieber ab. Also, so. Du konzentrierst dich auf das, was du kannst. Ganz genau. Was würdest du sagen, was gibt es da so für so, also wie pickst du und wie achtest du so oft bei solchen Teamsachen? Also wie sieht so ein Team aus von einem Artist? Also an erster Stelle muss auf die Person Verlass sein. So. Mhm. Das Menschliche, also das wenn man sagt, ey Bro, unbedingt da und da und da, das brauche ich zu der Zeit, weil sonst verkacke ich mein Release. Weißt du, ich meine, oder mix es mal da, oder dass er das überhaupt schafft, dass es krass wird, weißt du? Das ist schon so ein Vertrauensding, weißt du? Oder falsches Lied landet auf Spotify, aber das ist was anderes. Ja, alles schon passiert, Alter. Ich hab's gesehen. Aber, ja, Vertrauen muss auf jeden Fall da sein. Hier, Menu ist ja da, weißt du, ich meine, mit ihm mache ich alles so. Weißt du, mein Executive Producer und Engineer und auch normaler Producer. Und das ist halt so, wenn er sagt, da und da, dann ist es auch so. Und wenn er sagt, ey, und wenn es nicht so ist, dann sagt er dir auch, ey, ich schaff's nicht, weißt du, was ich meine? Und das ist das Wichtigste für mich, Bruder. Das ist das Allerwichtigste für mich. Und die sagen dann auch, ey, hört sich geil an, hört sich nicht geil an und so. Weil ich habe ein paar Mal das mitbekommen, wenn so ein Track entstanden ist, als ich im Studio war, halt nur so ne, aus for fun bis halt dort, ist halt geil, sowas zu erleben, ne? Ja. Und, Mit Inscope. Warum macht er keine Lieder eigentlich mehr? Die waren doch gar nicht mal so gut. Ja, die waren schon übel scheiße, Digga. Das war witzig, Digga. Wir saßen da, kaputt gekifft und dann einfach nur irgendein Müll dort. Geil. Aber nee, was ich meine ist, du hast dann einen da, der kackt, dann weißt du, dann hast du zwei Leute vielleicht da, die so ein bisschen, weißt du, so hin und her bouncen mit Melodien und ein paar Lines und so. Und dieser Prozess ist halt schon sehr, sehr krass, den zu erleben. Ich kann den jetzt schwer beschreiben, weil der war schon häufig sehr anders. Aber was ich immer beobachtet habe, ist, dass... Also ich habe Leute erlebt, zum Beispiel, ich habe Artists erlebt, die reingekommen sind mit Handy und dann gesagt haben, ey, ich habe auf YouTube den Beat, baue mir den Beat nach und dann machen die einfach da drauf was. Dann gibt es Leute, die kommen und sagen, ey, ich habe diese Idee, machen irgendwas rein, dann picken die irgendeinen Beat, den die da haben und dann ist es aber nicht melodisch genug oder whatever. So, ich habe da alles Mögliche schon erlebt. Und was ich aber interessant fand war, die haben immer eine klare Vision von dem Shit, den die machen wollen. Und das fand ich halt sehr inspirierend, weil die sind dort und die sagen dann dem Texttypen, ah, der ballert noch nicht genug, der Text, mach jetzt noch das. Und der Typ, der den Text schreibt, der wird dirigiert von dem Artist. Also der erklärt ihn dann ganz auch, genau, verstehst du? Also wenn du ein guter Artist bist und das gut führst. Das heißt also, so wie ich das erlebt habe, ist das schon, es ist wirklich nicht so einfach, wie Leute denken, als Artist so eine Bande von Producer und zusammen erstmal zu finden. Genau, und die dann aber auch noch anzuleiten. Anzuleiten plus, nicht jeder hat doch immer Zeit. Ja. Weißt du, was ich meine? Da hat doch nicht immer jeder Zeit. Es gibt doch so viele Rapper, alle brauchen Sessions. Und es gibt auch Producer, die arbeiten noch mit Leuten, die nicht so erfolgreich sind, einfach um das Geld mitzunehmen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Weißt du? Wenn ich habe zwei Sachen gesehen. Entweder das vibet übel und die Leute sind todesunpünktlich und du weißt nie, ob die kommen und das ist das größte Problem. Ja, das ist, meine ich mit Vertrauen. Oder die sind pünktlich, aber das vibet überhaupt nicht, weil die so wie Buchhalter sind und du fragst dich, wie zum Fick hat der überhaupt den Job hier? Ja, gibt's alles schon, ne? Wir haben auch schon alles erlebt, so, aber ich bin zufrieden so, mit dem Team, was ich arbeite. Ist jetzt auch nicht richtig, also ist jetzt auch nicht so groß, weißt du, ich meine, aber ja, genau. Aber du sagst im Endeffekt, okay, das wird zunehmend immer komplexer und du brauchst immer mehr Leute, die damit arbeiten. Ja, schon. Ja, guck mal, Bruder, früher, wenn ich in die Schule gegangen bin, habe ich in meinem Kinderzimmer den Text geschrieben, habe aufgenommen und bin wieder gegangen. Was für ein Mix so. Was weiß ich, was eine Hi-Hat ist, was ein Kick ist. Ich habe den Unterschied von Kick und Bass nicht mal gewusst. Ich habe die Kick gehört, ich so, oh, krasser Bass, Alter. Der ballert richtig rein, weißt du, wie ich meine? Ja. So. Ja, Bro. Ist schon sehr komplex, Mann. Ist sehr komplex. Vor allem, wenn du dir echt Mühe gibst, Bro. Und wir sind Leute, die sich echt Mühe geben, so. Das darf ich, glaube ich, behaupten von mir, oder? Ich habe ein paar Sachen gehört, Digga. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall beeindruckt gewesen. Da waren schon ein paar krasse Bretter dabei. Ja, jetzt geht's wieder los. Rona is over, a little bit. Ja, wie ist damit, Digga? Das wollte ich auch fragen. Wie hat sich das, weil ich habe auch von vielen Homies und so, die entweder YouTube machen oder Rap machen und so, höre ich von voll vielen, ey, das hat meine Kreativität übel gekillt, aber meine Ansichten zur ganzen Welt haben sich übel verändert und so. Ich sortiere mich gerade neu, ich komme mit neuem Shit und so.
Ja, aber da hat er nicht so Unrecht, weil der Mut allgemein in dieser Zeit war so ein bisschen komisch. Gell? Was passiert als nächstes? Ich habe irgendwie Musik nicht genossen. Weißt du, ich meine, ich habe es nicht genossen. So, ich habe es gehört, zwar krass, aber das hat nicht so geballert wie davor. Weil zum Beispiel vor Corona hast du Songs gehört und verbindest die Erinnerungen damit. Mit Situationen und so, die passiert sind. Zum Beispiel Sommer 2019 oder so, da haben wir immer den Song gehört und der war dann irgendwie viel intensiver. Jetzt ist es so ein bisschen so stumpfer in der Zeit gewesen, weißt du, weil ja nichts los war und so, und weil die Leute scheiße drauf waren und so, und die wollen uns ficken und nur Schlechtes gehört, so. Weißt du, ich meine, entweder ist Lockdown und dann, ja, die wollen uns auseinandernehmen und es ist alles geplant und wie soll man da irgendwas genießen, Bro? Weißt du, ich meine so. Und das war auch von der Kreativität her ein bisschen schlecht, aber von der Produktion und von der Qualität hat es nicht drunter gelitten. Also da gucke ich auch, egal was ist, dass die Qualität immer stimmt. Und ja. Hat es irgendwas bei dir so kreativ so Switch gegeben, dass du gesagt hast, ey, du machst jetzt irgendwas anders oder du hast irgendwas Neues gelernt oder so? Was würdest du sagen, inwiefern hast du dich weiterentwickelt deswegen? Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte? Wie du dich weiterentwickelt hast dadurch. So. Hat sich da was geändert oder hast du gesagt, nee, Schlachtplan ist... Ich hatte sehr viel Zeit, mir so Sachen anzuhören. Andere Musikrichtungen und so, weißt du? Davon die Inspirationen und so. Was hat dich inspiriert? Außerhalb von Hip-Hop sehr viel R&B. Ja? Da bist du auch verdammt gut, das muss man auch sagen. Danke dir, Bro. R&B. Tatsächlich auch traditionelle albanische Musik. Geil. So, was immer bei uns zu Hause lief und ja. So ein bisschen alt und neu. Alt und neu, ja. Alte Sachen, 50 Cent. Diese 2000er auch sehr viel gehört. Boah, ja, Mann, Digga. Das war geil. Weil so, klar, diese 90er und so, Tupac und alles, hat man natürlich gehört, aber die hast du ja nicht miterlebt. Weißt du, was ich meine? Nee, hast du nicht. Du hast, du hast ja nicht Tupac gesehen, jetzt live bei MTV. Du hast 50 Cent live bei MTV gesehen. Ja, weißt du? Das ist halt der Moment. Tupac kanntest du ja, der ist tot und so, aber weißt du, was ich meine? Ja, Digga, ich weiß, was ich Flohmarkt alles vercheckt habe, was ich hatte, damit ich damit 20 Euro direkt dort bei Hauptbahnhof war, durch dieser CD-Laden. Da bin ich hingerannt, Digga, um mir dann CD zu kaufen. Wo? Bei Hauptbahnhof. Kurz vor Hauptbahnhof, rechts, wenn du auf Hauptbahnhof zugehst. War doch rechts vor, bevor du über die große Straße gehst. War dieser CD-Laden. Hauptbahnhof ist so groß. Bro, auf Königstraße. Aber ich erinnere mich an wenn du bei Saturn vorbeiläufst und dann rechts, meinst du? Warte. Da ist jetzt ein Reisebüro, glaube ich. Auch immer, aber ja. Damals gab es halt noch so richtige Platten und CD-Läden. Ja, genau, bist halt hingegangen, Digga. Da, wo du, Digga, wenn du Königstraße direkt auf den Dinger guckst, da wo scheiß dieser Mercedes-Stern ist und so, genau. Und dann, bevor du runter in die Unterführung gehst und unter die Straße quasi wirklich zu Hauptbahnhof gehst, direkt rechts vor der Straße war dieser CD-Laden, wo du so kann sein. Bei My Name Is? Daneben war doch My Name Is, dieser Klamottenladen. Kann sein, Digga, ich weiß auch selber gar nicht. Scheiß drauf, ist ja auch egal, aber Digga, ich weiß, mit Swanny von Flohmarkt dorthin Eminem gekauft und gib ihm, Digga. Ja. Nee, aber war das bei dir auch so, dass du so dann, also ich weiß, ich habe während Corona übel viel alten Shit irgendwie gehört, weil ich gedacht habe, Digga, so dieses... Ich habe so die alte Zeit irgendwie zurückgewollt. Ja, Mann, Digga, Nostalgie und so. Du hast dir gedacht, ey, die Zukunft sieht gerade einfach beschissen aus. Oder die Gegenwart, besser gesagt. Ja. So, dass du ein bisschen wieder abtauchst in die Vergangenheit, ja, stimmt. Auch viel, stimmt, ja, ich habe auch viel Nate Dogg gehört. Uff. Ja, ja, Mann, der, Digga, der ist Baba. Nate Dogg, also wirklich, ich glaube, ich kenne jedes Lied auswendig von dem. Sick, Digga. Der ist Legend. Der war, bevor Autotune gab es Nate Dogg. Ja, aber ich will nicht anfangen, Digga, ich bin Fanboy. Echt? Ja, ich feiere es, ich finde es sick. Ja, nee, mir ist es aufgefallen, mir ist halt all diese Dinge, die jetzt quasi so Rap jetzt gerade meint, richtig zu machen mit, weißt du, so optimiert für Spotify, 2 Minuten 40 und Song muss so und so aussehen, Musik wird Massenware, jeden Donnerstag muss rauskommen, alles hört sich gleich an. Mhm. Und das war dann so, ey, Digga, alte Musik zu hören, war erfrischend, Digga. Ich war so, what the fuck? So, wenn ich 8 Mile höre von Eminem, ich bin auf einmal wieder in so einem Film drin. So, weißt du, so, ich bin mit meinem Kopf endlich wieder in so einem... Ich bin weg. Das stimmt, ja, das stimmt. Das war ein ganz anderes Feeling. Nee, weil was ich bei dir halt so krass fand, Digga, als ich damals, Wer macht Pada war so ein Ding. Digga, wir waren so, wie soll ich sagen, du musst dir überlegen, so unsere Generation, da war so, ey, einer von uns hat's geschafft, so. Weißt du, was ich meine? Ja, safe, Mann. Das war so, das ist, ey. Das fand ich auch am geilsten, Mann, dass die Leute mir das so gezeigt haben, dass einer aus dem Viertel das geschafft hat und auf der großen Bühne ist. Weißt du, was ich meine? Aber ich feiere das auch, Mann. Danke, Mann, ich schwöre, das ist richtig krass.
Digga, das war ein heftiges Feeling, Mann, weil das war so, ich schwöre, ich habe zwar nichts damit zu tun gehabt, aber für uns alle war das so, Digga, als du da, keine Ahnung. Als ob man sich kannte, so mäßig. Ja, genau, also da Himmelsleiter langbrettern mit diesem Audio oder whatever, weißt du, was ich meine? Yeah. All diese Kleinigkeiten, so, Bro, das war so, so weißt du, das yeah, war so, dieses, du hast, als hättest du selber geschafft, Digga, hast du nicht gefühlt. Safe, ja. Und, aber ihr habt es ja dann auch selber geschafft. Weiß ich nicht, ob wir es geschafft haben, aber... Also meiner Meinung nach habt ihr es schon geschafft. Ihr habt euch einen Namen gemacht. Bro, ich weiß nicht, aber das Gefühl war Legend. Also sag doch, dass du Multimillionär bist, Mann. Ey, immer, Alter, diese Bescheidenheit hier, Alter. Trotzdem, niceres Feeling, wenn du gute Musik hörst und dir das Gefühl stimmt, gibt. Schöner als 1 Million Euro zu machen. Ja, ist echt so. Man überschätzt das, glaube ich, das Gefühl. Geld macht auch nicht glücklich. Wie war das bei dir? Ist schon irgendwann so eine traurige... Also für mich persönlich war es schon so eine Sache. Ich war oft auf dem Balkon auch und habe mir dann so überlegt, ey, Bro, Geld macht... Tod ist überhaupt nicht glücklich. Gar nicht, Bro. Also du, jetzt sagen Leute, ja, aber du kannst dir das kaufen. Und ja, lüg doch nicht. Und das macht dir vieles einfacher. Du kannst dir alles kaufen, aber desto mehr Geld du hast, desto mehr, also... Das zu verlieren. Nee, ja, das so oder so. Aber zum Beispiel früher, du hattest 2 Euro in der Tasche. Du konntest dir einen Centershock kaufen, ein paar so Gummi, also Haribos und so. Und was weiß ich, du konntest dir... Das war so dein Horizont. Ja, ja. Jetzt sagen wir, du hast jetzt 2-3 Mio auf dem Konto. Okay, dann holst du dir ein Haus, dann holst du dir ein Auto, dann holst du dir ein paar Uhren, dann holst du dir das, dann schickst du Geld in die Heimat, dann machst du das. Dann sind doch deine Dinger viel höher. Dann wird es doch langweilig. Das ist ja nicht so, dass du immer noch in dem Horizont von diesem Centershock bleibst. Ja, das ja. wird doch immer größer. Dann denkst du dir, scheiße, warum habe ich keine Yacht? Weißt du, was ich meine? So diese Zufriedenheit, so, warum habe ich keine Yacht? Ich brauche eine Yacht. Wir hasseln weiter, wir machen weiter. Ich bin nicht zufrieden. Ja, so, wie du davor nicht zufrieden warst mit dem Centershock, weil du 5 wolltest, so, hast du jetzt... Weißt du, wie ich meine? So diese Dimension, Bruder, das hört nicht auf. So, du denkst, ey, 100.000 im Monat, dann sagst du 1 Million im Monat, dann sagst du, und dann... Also genau, so, das hört nicht auf, Bro. Weißt das du, hört nicht auf? Das Einzige, was mich glücklich macht in Beziehung, im Zusammenhang mit Geld, ist, dass ich meinen Eltern die Träume erfüllen kann, die sie immer schon hatten. Weil die haben am meisten so gelitten, weißt du, wie ich meine? So. Und ich will jetzt auch nicht die komplette Lebensstory erzählen, so... Aber die haben sehr viel gelitten und sehr viel getan, weißt du, ich meine? Und wir, also ich und mein Bruder und allgemein so Jungs von der Straße sind sehr, also tragen sehr viel dazu bei, dass die leiden, weißt du, ich meine so? Und dass ich das denen zurückgeben kann, weißt du? Und die sagen ja nicht, ich will mir jetzt ein Louis Vuitton-Kleid kaufen. Nein, kannst du bitte da und da so viel Geld an meine Mutter schicken, sie ist krank, an meinen Vater, also so, an meinen Opa, er ist krank, weißt du, wie ich meine? Das ist das, was mich... Dass die alt werden können ohne Sorgen und so. Genau, aber natürlich, wenn du dir eine Rolex gönnst, du denkst, ey, das war immer mein Traum. Aber Bruder, dieses Ding hier, das kostet 50.000 Euro. Nach 2 Monaten ist es scheißegal, Bro. Oh, du holst dir ein dickes Auto und nach 2 Monaten ist es scheißegal. Du hast dich dran gewöhnt. Weil du dich dran gewöhnt hast. Ja. Du willst noch mehr. Du denkst, warum ist hier kein Richard Mille? Jetzt ist es so. Deswegen. Und es hat auch nichts mit, ey, bleib mal auf Boden zu tun und ey, du bist nicht mal dankbar dafür. Natürlich ist man dankbar, aber dieses Gefühl in dir drin, kannst du doch nicht verändern. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, man überschätzt es, wenn man nichts hat. Ja, natürlich. Also man denkt, das löst alle die Probleme, die du hast, Alter. Und ich, löst nicht, Bro. Löst nicht. Und ich glaube, das war ähnlich bei uns. Also ich auch nicht viel Cash gehabt und so früher. Und du denkst dann so, ey, Digga. So wie viele hier in Stuttgart. Viele Familien. Viele. Also, die sagen immer, Stuttgart ist so eine reiche Stadt, nur weil hier viele Firmen sind und so. Aber gerade dadurch, dass hier so krasse Firmen sind, gibt es ja auch Leute, die dann keine Jobs kriegen, Bruder. Wie ist es hier, einen Job zu kriegen? Sei mal ehrlich, in Stuttgart. Kommt drauf an, was du kannst, Digga. Manchmal leicht, für andere unmöglich. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, also... Ich meine, wenn du jetzt herkommst, du bist Arzt, dann ist für dich... Ja, das ist ja was anderes, aber ich rede gerade von so Schülern, die jetzt die Realschule fertig gemacht haben. Und das wird immer schwieriger. Leute studieren, die kriegen keine Jobs. Das wird immer schwieriger. Also bei solchen Sachen. Deswegen, nee, also ich fand es halt nur interessant, weil Leute das halt überschätzen und heute halt dieses ganze so... Keine Ahnung, wenn ich mir Rap zum Beispiel anhöre und ich sehe, ey, Rolex und Frauen und dies und das, so alles schön und gut, aber... So, Bro, das ist halt, keine Ahnung, ich kann dazu nicht relaten. So, ich kann viel mehr relaten, wenn ich höre, wer macht Para und ich sehe, wie ihr, also wie einfach, weißt du, was ich meine, dieses, ich scheiß drauf und auch wenn es darum geht, ich finde es halt heftig. Ich find's halt heftig überbewertet und das ist halt so eine Sache, die mich persönlich generell so ein bisschen an Rap stört, wo mich halt einfach auch dein Ding dazu interessiert, weil ich hab auch Homies und so, die dann sagen, ey, Digga, ja, ich habe jetzt hier halt die Uhr, die nehme ich dann gefühlt zu Videodreh halt mit, weil halt, du hast Rapper, du musst goldene Uhr tragen, sonst nimmt dich keiner ernst, aber eigentlich habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt, keine Ahnung, wie ich dir sagen soll. Sag dir auch ehrlich, ich habe die Frage jetzt auch nicht so richtig verstanden. So. Das war eher so eine Aussage so von dir. Aber feiere ich, dass du so denkst und
Bruder, das ist halt, die Leute wollen halt, die wollen halt mit der Masse mitgehen, weißt du, wie ich meine? Jede Frau will halt wie Kylie Jenner aussehen, jeder will halt wie der Rapper sein, jeder will Iced Out tragen, jeder will. Das hat so dieses Selbstständige in einem voll, das ist voll weggegangen irgendwie. Weißt du, weil das ist, jeder hat, es sind viel mehr Leute mit Komplexen. Wenn jetzt eine Frau dick ist, so, und die, weißt du, wie ich meine, die hat dann, das ist dann so dieses, will sich nicht zeigen, ist eingeschüchtert, aber ey, jeder ist doch, Gott erschafft doch jeden, wie er ist, weißt du, wie ich meine? Wer bestimmt denn was Schönes? Weißt du, ich meine? Für dich ist dieses Bild hier an der Wand schön, für den ist es scheiße, weißt du, wie ich meine? So, und diese Ideale und so, das ist ganz gefährlich, Bruder. Davon bin ich so. Ich mach so mein eigenes Ding, so, weißt du, ich, natürlich will ich jetzt auch nicht irgendwie, so, natürlich will ich jetzt auch nicht wie ein Penner aussehen, weißt du, wie ich meine? Nein, das ist so. Man muss sein Maximum legitim aus sich rausholen, Alter. Ja, klar. Nein, das heißt, muss, es ist geil, wenn man das Maximum aus sich rausholt. So, du hast sehr lange Sport gemacht, habe ich in Erinnerung, und Digga, du hast das Maximum aus dir rausgeholt. Und das war, ich denke, das war die beste Entscheidung, die du da treffen konntest, weil für Leute zum Beispiel sehr dick sind und so, weißt du, viele können auch nichts dafür, weil die krank sind, aber Bro, das Herz und der Wille zählt, weißt du, was ich meine? Dieses Ausreden mit, ja, ich kann nicht wegen das und das und das. Egal, was du machst in deinem Leben, du bist schuld. Ja. Egal, was du machst. Wenn dein bester Freund dir in deinen Rücken sticht, bist du schuld, weil du ihn in dein Leben reingelassen hast, Bro. Du bist schuld. Ja. Und Leute, die mit, ja, wegen dem hat es nicht geklappt, Mann. Ja, wegen dem, ja, immer wegen, ja, den. Nein, Bro. Also seit ich aufgehört habe, so zu denken und so zu reden, ja, wegen dem, bin ich erfolgreich. Ja? Oder? Krass. Ist so, krass. Ich schwöre, ist sehr so gut gesagt. Sehr gut gesagt, Digga. Wie, ey, Digga, kennst du solche tausend Sachen? Fühlst du, Digga, oder? Ja, mir gehen tausend Sachen so durch den Kopf gerade, weil du sagst, ich glaube, das ist auch eine natürliche Sache, Digga. Ich war früher genauso. Gesagt, ey, der hat Cash, der hat's einfach so. Ey, der Bastard und so, weißt du? Hätte ich so wie er hat, wäre bei mir auch übel einfach und so. Und ja, nee. Das, wie war das bei dir, als du dann. Ich meine, du hast angefangen dann nach Wer macht Para? Du hast Gas gegeben, dann wirst du ja solche Dinger gehabt haben, wo dann irgendjemand kommt, der dir. Der dann vielleicht mit dir irgendeinen Vertrag machen will, der scheiße ist für dich. Oder irgendwelche Leute, die dir reinlabern in deine Musik und sagen, ey. So musst du machen, dass du im Radio gespielt wirst. So musst du machen, damit du richtiger Rapper wirst. Und so 10 Leute, die deinen Kopf ficken wollen. Weißt du, was ich richtig gemacht habe? Was? Ja, ich war nicht der, ich habe jetzt, wie soll ich sagen, ich hatte keine Ahnung von nichts, Bro. Ich war einfach ein Straßenjunge, Bro. Ich war nicht der krasseste Supermind, weißt du, wie ich meine? Ich habe einfach, aber eine Sache, guck mal, Bruder, eine richtig krasse Story. Ich schwöre, ich krieg gerade Gänsehaut, weil ich an diesen Mann denke, okay? Ich habe dir doch erzählt, ich habe gearbeitet am Hauptbahnhof. Okay, Hauptbahnhof Stuttgart geht 6 oder 5 Stockwerke tief mit Aufzug, kannst du runtergehen. Echt? Ja, da sind die ganzen Lager von der Deutschen Bahn und von diesen ganzen Läden. Da waren ja, jetzt sind ja nicht mehr so viele Läden, da waren ja 10, 20 Läden in dieser Halle oben. Und unten. Okay. Oh krass, du warst unten? Ja, Bruder, ich habe da gearbeitet. Sick. Und ich musste ja die Ware hochholen. Krass. Weißt du, wie ich meine? Und du gehst mit deinem Aufzug runter, das ist da am Nordausgang, ist ein Aufzug. Und du gehst runter und da ist diese Müllabteilung und ich schwöre auf alles, weißt du, wie das stinkt, Bro? Du hast sowas noch nie in deinem Leben gerochen. Du hast sowas noch nie, Bruder, das ist einfach der komplette Abfall vom Hauptbahnhof Stuttgart, Bruder. Einer der dreckigsten Orte, weißt du, wie ich meine? Hauptbahnhof, Bruder, ist nicht sehr schön, weißt du, wie ich meine? Oh, ich mag Hauptbahnhof, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, aber Bruder, du weißt, es ist diese ganzen Penner und so, weißt du, ich meine, diese ganzen, dieses... Und du bist dahin und es stinkt, Bruder, und ich schwöre, ich habe da einen Mann kennengelernt, der da gearbeitet hat, weil ich musste den Müll runterbringen mit so Karren, weißt du, den Müll musste ich runterbringen am Ende meiner Schicht und da war ein Mann, okay? 8 Monate lang bin ich jeden Tag nach meiner Schicht runter zu dem gegangen, hab den Müll runtergebracht, okay? Und der war auch Albaner, ein älterer Mann, Albaner aus Mazedonien war der, okay? Und der hat immer mit mir geredet, der war auch wie so ein Onkel, okay? Und der hat mir immer so Weisheiten mitgegeben, so ey, der hat immer gesagt, ey, ich sehe, du bist ein richtig guter Junge, du kannst was aus dir machen und so. Der hat mir immer so Weisheiten mitgegeben. Und am letzten Tag, okay, wo ich gearbeitet habe, und ey, wahre Story, ich schwöre, ich kriege gerade Gänsehaut. Am letzten Tag, weil der hat immer den Müll hat er immer angenommen, weißt du, der war, was so eingetragen hat und so, weißt du, deswegen musste ich immer mit dem so oder so reden. Und am letzten Tag, wo ich wusste, ich kündige so danach, habe es ihm halt nicht gesagt, weißt du, weil du siehst den jeden Tag, Bro, das ist wie so ein, du magst den dann, ja, weißt du, ich meine? Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Der so, ey, glaub mir, merk dir eine Sache. Auf Albanisch hat er mir gesagt, nimm von niemandem was an. Nimm keinen Gefallen an von niemandem. Du brauchst es nicht. Aber er hat mir nicht gesagt, warum.
Weißt du? Aber dann, nach Jahren, ist es mir aufgefallen, Bruder. Und ich respektiere diesen Mann so und bin ihm so dankbar dafür. Weil, wenn du was erreichst, langsam, kommt jeder und will dir helfen. Warum willst du mir helfen? Du warst doch davor gar nicht. Was willst du mir helfen? Komm, Bruder, wir gehen was essen. Komm, Bruder, wir gehen dahin. Bruder, brauchst du da? Ich check dir das ab. Kennst du sowas, Bruder? Du brauchst ein Auto. Ich check, brauchst du Hilfe mit Kühlschrank hochzutragen? Ja, ich kenn's. Ja, so jetzt nicht, Bro, aber... Ich verarsch dich, alles gut, Bro. Aber ich weiß, weißt du, was ich meine? Auf einmal, Digga, Leute, Bruder, die... Ja, ja. Bruder, komm rein. Weißt du, auf was ich hinaus will? Hier sind eh die Mikros, also ist alles okay, wenn du rumläufst. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß ganz genau. Bruder, die geben dir einen Döner aus, 3 Jahre später hassen sie dich, weil du erfolgreich bist und sagen, oh, er hat vor meiner Hand gegessen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder, Bruder, du drehst ein Musikvideo. Komm, ich hol dir ein paar Autos. Ich kenne ein paar Leute. Brauchst du noch das? Komm, ich hol dir ein paar Frauen für Video. Dann machst du das, bist erfolgreich. Und dann sagen die, ey, bist du am Geld verdienen, hä? Komm mal her. Das haben wir doch gemacht. Wir haben es dir doch ermöglicht. Wir haben dir doch die Autos gebracht. Wir haben dir doch die Frauen gebracht. Wir haben dir doch den Kameramann abgecheckt. Ich will mein Geld. Dann die 50%-Theorie. Ja. Ja, genau. Bei mir war das nicht der Fall, aber bei vielen war das der Fall, weißt du? Bei sehr vielen ist das der Fall. Und dann, was machst du dann? Du bist ein junger Künstler und denkst dir, scheiße, Mann. Du willst korrekt sein. Ey, ich dachte, die wollten mir doch helfen. Die wollten mir doch einen Gefallen tun. Immer wenn ich das bei Leuten gehört habe, ist mir der alte Mann in den Kopf gekommen, Alter. Weißt du, wie ich meine? So, und weil er mir das gesagt hat, war ich immer so vorsichtig. Ja, okay. Nein, danke, Bro. Weißt du, wie ich meine? So. Und wenn du keinem was schuldig bist, kann auch keiner zu dir kommen. Die kommen trotzdem. Aber im Endeffekt, wer im Recht ist, ist im Recht, Bro. Wer im Recht ist, ist im Recht. Ich habe mit meinen Jungs alles von Anfang an aufgebaut. Kein Mensch kann kommen und sagen, ich will das. Ich will das, ich will da mitverdienen. Ich will Geld, ich will das. Verstehst du, was ich meine, Bro? Ja, weil und nach Jahren, Bruder, ist mir das in den Kopf gekommen, dass er mir das gesagt hat und ich das unterschwellig aufgenommen habe und immer Angst hatte vor so, wenn jemand mir helfen will. Und dass ich das in den meisten Fällen abgelehnt habe. Digga, damit hast du dir wahrscheinlich auch jede Menge Ärger gespart. Ja. Weil wir wissen, aber egal, auch wenn du alles, auch wenn du versuchst, der beste Mensch zu sein, die Leute hassen dich trotzdem. Die finden einen Grund. Du machst 1000 gute Dinge und da kommt ein halbes Ding, was du schlecht machst. Aber das siehst du in der Öffentlichkeit. Du wirst verurteilt, Bro. Immer. Aber man darf auch nicht drauf jetzt da rumheulen. Ich werde immer Dings und ich mache so viele gute Sachen. Einfach Dings. Nein, wir sind auch Arschlöcher und machen Scheiße so, aber... Und wir haben uns den Weg ja auch ausgewählt. Und das ist halt ein Nachteil davon. Von auch vielen Vorteilen. Also, mit den Kosten muss man leben. Ganz genau, Bro. Aber, ich finde das krass, weil ich habe das so oft erlebt, dass es dann halt so läuft. So, ja, hey, komm, iss, ich gebe dir Essen aus. Dann fängt es so an. Dann, ey, ich organisiere dir das. Ich helfe dir da. Und dann, bam, auf einmal Cash ist da. Und dann, aber das ist nicht, also ich glaube, damit auch die Leute das verstehen, das ist nicht so, dass die kommen und dann sagen, gib mir jetzt 50%, sondern das ist dann so... Bro, wir haben dir hier geholfen. Korrekt ist korrekt. Du bist selber schuld. Dann ficken die mit deinem Kopf, du fühlst dich dann schlecht, weil meistens, weißt du, du bist ein junger Typ, du willst korrekt sein, du willst jedem was geben. Im Endeffekt, so jeder, der so jung ist und es macht, die meisten Leute wollen im Endeffekt eigentlich am liebsten eine Straße voll haben. Hier ist dein Haus, da ist Haus von meinem besten Freund, da von dem, von allen, aber die da so sind. So funktioniert das nicht, Bruder, so funktioniert das nicht. So. Aber so lassen sich die jungen Leute dann ficken, die dann halt anfangen, damit Geld zu verdienen. Und genau. Dann wenn du Brüder hast, Bro, Brüder sind, ein Bruder ist sehr zeitaufwendig, sehr teuer, ein Bruder ist sehr anstrengend, weißt du, wie ich meine? Es ist so, wenn du einen hast, aber er ist dann nur ein Bruder, wenn er Geduld hat. Boah, ich habe Jungs, ich kenne die seit 20 Jahren knapp, Bruder, der hat noch nie in meinem Leben was gewollt von mir. Und wenn er mich sogar fragt, dann verstehe ich das irgendwo, weil der ist an meiner Seite, weißt du, wie ich meine? Und ich kenne ihn lange, weißt du, wie ich meine? Er hat jetzt nicht zum Beispiel zu meinen Songs beigetragen, aber er war einfach mal da, weißt du, wie ich meine? Und wenn der sogar was von mir will, dann verstehe ich es. Aber wenn Leute kommen, die nicht mal da waren und dann was wollen von mir, das verstehe ich dann nicht. Aber so, was soll ich dir sagen? Wenn man auch alles psychologisch betrachtet und sagt, ja, der hat deswegen, der Arme, der hat eine schlimme Kindheit und was weiß ich, dann ist ja keiner im Endeffekt ein böser Mensch, weißt du, wie ich meine so? Ja, damit muss man aufpassen. Ich glaube, es ist scheißegal, was für eine Vergangenheit Menschen hatten. Wenn sie Scheiße machen und Unrecht tun, dann haben sie Unrecht getan. Und was die Hintergründe sind, sind dann egal. Also, sorry. Ganz einfach. Also, du hast es auf den Punkt gebracht. Wenn jemand meiner Mutter was tut, dann ist mir scheißegal, was in dem seiner Kindheit war. Lass mal gar nicht an sowas denken. Was? Lass mal gar nicht an sowas denken, oder? Um Gottes Willen, nein. Aber
Ja, sorry, Digga, mich triggern so Sachen, weißt du, weil das sind so junge Leute, die Gas geben, weil ich weiß, wie es ist, Digga, du willst nur Musik machen, Digga, dich interessiert Finanzen nicht, dich interessiert Management nicht, dich interessiert, weißt du, was ich meine, all diese Dinge nicht. Und dann kommen Leute und nutzen das halt aus, weil man da keine Ahnung hat. Aber deswegen ist halt wichtig, Leute zu haben, denen man vertraut, und das läuft häufig schief. Ja, ist so, ja. Aber anderes Thema, leichteres Thema, wie siehst du das mit... Wie siehst du so eine Entwicklung von zum Beispiel von Wer macht Para und den alten Sachen, die du gemacht hast, zu den Dingen, die du heute machst? Wie? Gibt ja viele, die sagen, ey, alte Sachen waren geiler, dann bist du noch ein Künstler mit einer fetten Spanne, du kannst Tracks machen, die fett ballern, wo atmosphärisch sind, nach vorne gehen, motivieren. Und dann machst du aber auch noch so, würde ich sagen, ein bisschen so R&B-lastigere Dinge. Die Spanne ist halt riesig und dann ist so immer die Frage, wo ist die, weißt du, was ich meine, wer bist du, was kannst du alles? Und mit das ist eine sehr gute Frage, Bro. Ich versuche sie dir auch zu beantworten. Du machst die Mucke, so nicht, also du machst die Mucke, so wie du dich fühlst, der yeah. du bist. Weißt du, wie ich meine? Und in der Zeit, Bruder, du bist jung, du bist auf der Straße, du bist ein abgefuckter Typ, weißt du, wie ich meine? Und natürlich singst du da jetzt keine Hook. Weißt du, yeah, yeah. So, obwohl ich schon seit ich klein bin, Michael Jackson übertrieben gefeiert habe. Ich saß vor meinem PC und habe so Michael Jackson Lyric Song und einfach den Song mitgesungen oder allgemein, ob es Nate Dogg war oder Aiken, Bro, Aiken, abnormal, abnormal, Bruder. Der war so der erste, so einer der ersten Künstler, die mich so richtig geprägt haben, weißt du, wie ich meine? Aber dann, wenn du so Rapper bist und du bist mit deinen Jungs, normal hast du den nicht, hast du nicht... Ja, dann machst du schnell weg. Ja. Nein, du hast ja nicht eine Ballade neben dem gesungen. Natürlich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es gibt doch immer so, jeder hat so Sachen, die man so feiert, aber nicht gern so zeigt, weil man ja, Angst genau, hat. Genau, man genau. hat Angst, ausgelacht zu werden. Vor allem in diesem Alter ist es so voll so dieses komplexe Ding und ich bin hart und was, ich fick euch alle und so. Weißt du, was ich meine? So? Und irgendwann wird es halt immer, diese Sturköpfigkeit geht dann halt weg, Bro. Irgendwann ist halt dieses, was, ich bin der Krasseste. Und es ist halt, man wird erwachsen. Das ist das. Man wird erwachsen und macht halt die Dinge, und ich habe halt Gesang und so immer gefeiert. Ich bin nicht der krasseste Sänger, aber meiner Meinung nach musst du nicht der krasseste Sänger sein, um gute Mucke zu machen, weißt du, wie ich meine? Und ja, ich feiere es einfach, ich feiere die Mucke, die ich mache, sonst würde ich sie nicht machen, weil viele denken auch, ey, weil ich hatte so einen Switch, also so schlimm war mein Switch auch gar nicht, wie bei anderen Künstlern, die auf einmal ganz neues Image hatten, und ja, ich bin jetzt der Trapper und so, weißt du, wie ich meine? Gibt's ja auch viele Leute, so. Und es hat die halt so ein bisschen ja, ja. getriggert, dass ich so auf einmal Love-Songs gemacht habe. Und so. Das hast du ja früher auch eigentlich. Ja, aber ich bin es, Bro. Ich mache Love-Songs, Bro. Ich liebe Love-Songs, weißt du, wie ich meine? Weil jeder war mal verliebt, Bro. Jeder war mal Herz gebrochen. Jeder wurde mal abgefuckt, weißt du, wie ich meine? Jeder hat mal eine Tosse hinterhergeholt, Mann. Und wer Nein sagt, der labert einfach Scheiße, weißt du? Der hat Probleme mit sich selber. So. Und das bin ich. So, das ist jetzt... Dass ich jetzt damit mehr Geld mache, ist einfach ein Nebeneffekt. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht der Grund, warum ich das mache. Weißt du, wie ich meine? Und selbst wenn, nimm mir das doch nicht übel, Bro. Ich bin ein Hustler, Bro. Ich komme von ganz unten. Weißt du, wie ich meine? Wir sind in Stuttgart, Bro. Wie viele Studios gibt es hier? Wen gibt es hier, Bro? Weißt du, wie ich meine? Hier gibt es Chimperator. Okay, aber die sind beschäftigt mit ihren eigenen Stuff. Weißt du, wie ich meine? Zu der Zeit, also die haben ja bis heute jetzt nicht so ein... So einen ausländischen, also Kanaken von der Straße geholt, der so, weißt du, wie ich meine? Ist ja auch nicht schlimm, ist auch gar nicht den ihr Ding, weißt du, ich will die auch jetzt nicht verurteilen, so. Aber gönn mir das doch. Selbst wenn ich das nur für Geld mache, gönn es dem doch. Gönn doch dem Bro, dass er sein Geld macht, Mann. Weißt du, sag doch nicht, das und das und das, weißt du, wie ich meine? Kritisier die Musik und nicht die Absicht dahinter, weißt du, wie ich meine? Kritisier die Musik, wenn es dir nicht gefällt. Ey, Bro, danke dir für deine Meinung. Geh, okay, hör. Keine Ahnung, was anderes. Aber, ja. Wie siehst du das gerade mit dem, wie soll ich sagen, wie siehst du das aktuell so generell in Deutschland? Würdest du sagen, da ist viel jetzt, okay, ich muss jetzt Song machen, der muss jetzt ins Radio passen, der muss auf Playlist gehen, ich darf nicht zu asozial sein, so nicht was im Herz ist, sondern einfach, ey, ich mach das, was passt und was, glaube ich, Cash bringt. Wie schätzt du das ein? Es kommt drauf an, viele machen halt so ein Album und dann denken die sich so, ein Song muss schon Radio, wir versuchen es, nicht jeder kommt ins Radio, es ist sehr schwer ins Radio zu kommen. Vor allem die machen nicht mal eine Radiotour mit 10 Stationen ohne mit Interviews, machen die nicht mal, weil die zu faul sind, weißt du? Und dann, ja, warum läuft es nicht im Radio, warum läuft er im Radio? Ja, weil er was macht, er bezahlt Radiopromoter, geht dahin, macht die Interviews, dadurch, dass du dahin kommst,
kommst du in die Rotation rein. Weißt du, wie ich meine? Und ja, jeder, der heutzutage ein Album macht, macht halt, denke ich, so ein, pro Album gibt es immer so einen kommerziellen Song. Also eine die meisten. Nur. Ja, halt, oder den kommerziellsten vom Album. Weißt du, der wird dann so eine Focus-Single und so, aber. Ich mache mir keinen Stress, Bro. Ich glaube, die letzten 5 Jahre so viel gearbeitet, dass ich mir jetzt keinen Druck machen muss. Und ich arbeite einfach so, worauf ich Bock habe, Bro. Keine Ahnung. Ich will auch in vielen Bereichen stattfinden, weißt du, ich meine? Auch in vielen Ländern will ich stattfinden, so. Deswegen mache ich auch Features mal in England, mal da in Albanien viel Features, weißt du, wie ich meine? So, ich will, dass die ganze Scheiße größer wird. Und ja, ich meine. Viele sagen, ja, das ist doch kein Rap mehr. Ja, dann bin ich halt kein Rapper. Was soll ich dir sagen? Dann bin ich halt, ich weiß nicht, gib mir ein Wort. Was bin ich dann? Künstler. Wenn ich kein Rapper bin, ja. Wenn du sagst, dann bin ich Künstler. Dann, ja, ist noch nicht mehr Rap und ist mehr Rap. Digga, in Amerika, sag ich, wenn du in Frankreich anfängst zu rappen, das Erste, was der Produzent macht, ist Autotune an. Du fängst an, mit Autotune zu rappen dort, und das ist schon lange. Und hier, es hört sich so elektronisch an und Autotune und dies und das. Ey, akzeptiert es. Ihr seid angekommen in 2021. Wir haben bald 2022. Bruder, Autotune ist ganz normal. Es ist nicht. Ja, die können nicht singen ohne Autotune, hören die sich scheiße an. Bruder, wer benutzt denn? Ey, Bruder, Autotune ist das Stilmittel. Nicht, weil die Leute jetzt ihre Stimme jetzt 1000-mal verbessern wollen. Weißt du, wie ich meine? Das ist das Stilmittel, Bro. Die machen es nicht, weil die sich schämen wegen ihrer Stimme. Oh ja, normal hört sich schlechter an. Das ist ja. Melodyne, das korrigiert ja deine Töne. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch ganz klar, dass wenn du es live singst, dass es sich ein bisschen schlechter anhört. Sonst würdest du es ja nicht benutzen. Weißt du, wie ich meine? So. Und da hat Deutschland so einen Stock im Arsch. Aber ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann den Leuten das da hier mitgeben und denen erklären, dass es einfach, dass sie es checken. Bro. Weißt du, wie ich meine? Blinkist hat auch nochmal eine neue Funktion, und zwar die haben Shortcast introduced, was eigentlich eine ziemlich nice Idee ist, muss ich sagen, hätte man früher drauf kommen können. Und zwar, wenn euch Podcasts zu lange sind, so wie diese 2-Stunden-Bretter, die ich hier gerne mache, haben die dort immer Zusammenfassungen von Podcasts, nennen das Shortcast, also in 15 Minuten zusammengefasste Version des Podcasts. Eigentlich dasselbe Prinzip wie bei den Büchern, ziemlich nice. Ihr habt bei Blinkist ansonsten über 4500 Sachbüchern, die unterteilt sind in 25 Kategorien. Ihr habt, ey, also meine Lieblingssachen habt ihr mittlerweile 100-mal gehört. Das sind von Psychologie über Wissenschaften, über so Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten. Das heißt, was bei Persönlichkeitsentwicklung immer ganz spannend ist, dass wir euch praxisnahe Tipps geben, was ihr an eurem Leben verändern könnt, und auch die Situation sehr gut beschreiben, in denen sich Leute befinden und dann immer wieder dieselben Fehler machen. Ich finde das während Corona sehr, sehr interessant, weil wir alle eigentlich in einer sehr beschissenen Situation sind und alle irgendwie allein sind, uns isoliert fühlen, zu wenig Sport machen können und alle einen richtig fetten Kopfhack haben deswegen und eigentlich so gar nicht klar ist, woran liegt es. Und wenn man weiß, woran es liegt und das verändern kann, dann ist so eine Information Gold wert, weil du sie in die Tat umsetzen kannst und du merkst, wie viel schneller es dir besser geht. Vielen, vielen Dank an Blinkist an dieser Stelle, no shit, dass sie dieses Format so fleißig und loyal unterstützen, ist nicht selbstverständlich, und danke an euch. Ich verstehe definitiv, was du meinst. Ich glaube, es ist auch nicht so eine einfache Entscheidung, wenn du ein Album machst, dass du halt sagst, ey, ich habe Bock auf das, dann kommen 5 Leute, sagen noch, ey, das und das muss aber sein, so eine Single. Aber willst du noch trinken? Nein, Bro, alles gut. Was ich halt, du hast vorhin gemerkt, dass wir das Album gehört haben, ich bin halt Freund von diesen Sachen, die ballern. Ich bin halt bei sowas geil. Ich feiere es, dass du es noch machst. Und ich glaube, es aber auch nochmal, ich habe halt gefragt, weil du kannst halt nicht nur eine Sache. Ja. Und wenn du mehrere Sachen kannst, dann glaube ich, ist auch nicht so einfach. Du hast halt dann, verstehst du, 5, 6 Core-Communities oder so. Der eine feiert das, der eine das, der eine das, der eine das. So. Und dann sind das wie so 5, 6 Kinder und alle wollen anderes Essen haben. Ja, so. Und einfach ist das nicht. Das ist nicht einfach. Vor allem so, welche Single mache ich jetzt? Ja, was geht da in deinem Kopf ab? Also ich zum Beispiel stelle mir, ich kenne das bei vielen Dingen, Digga. Bei mir ist ja genauso, ich mache Fitness, dann mache ich Videos über Psychologie, dann mache ich Podcasts, dann mache ich dies, das. Ja, stimmt. Und ich mache das, worauf ich heute Bock habe. Aber ich bin auch Sellout dann für die Leute, weil, hey, jetzt mach mal wieder Fitness oder mach mal wieder hart, so wie damals. Ja, das stimmt, Mann. Das ist halt der Nachteil von der Vielfältigkeit so, weil die da halt denken, er macht es nur, um die gesamte Masse mitzunehmen und nicht nur einen Teil. Ich habe es gesehen gestern, als die Tracks noch von dir gehört, vielleicht in welchem Track das war, dann du auch nochmal More Life Props gegeben hast und so. Das war balsam für meine Seele. Ich glaube, FaceTime war das doch. Ja, kann gut sein. Nee. Also, ey. More Life war krass, Album. More Life war, aber alle haben es gehatet. Also viele fanden das nicht so nice. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also, das ist so das erste Playlisten-Album, was ich so in meinem Leben so. Was man komplett durchhören kann. Ja, in dem Fall Playlisten, das ist so, dass da viele Features drauf sind. Das fühlt sich so an, wie als ob es nicht ein Album ist von Drake, sondern einfach, dass es einfach eine geile Playlist ist, Bro. Ja.
Das ist nicht so Struktur, Intro, dies, das, 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 das. Da ist Georgia Smith drauf. Einfach so Skepta-Song alleine so. Ja. Dieses Interlude. Weißt du, wie ich meine? Skepta-Interlude, ja. Das ist so das erste Playlisten-Album für mich. Was Digga. Du durchhören kannst. Weil viele machen ein Album mit einem Konzept, aber Bruder, du hast keinen Bock, das durchzuhören. Was fandest du am besten bei More Life? Ich bin auch gerade, ich habe auch gerade Probleme, diese Songnamen in meinen Kopf zu hauen. Warte mal. Digga, ich mach kurz Dinger an. Ey, Digga, ich mach kurz an hier. With a screen crack. Massage girl, got a ass. Digga, warte, ich zeig dir, wie ich gepennt hab. Ich glaube, der Song mit Quavo. Warte. Wie heißt der? Dinger an. Ich hab gerade Dinge angemacht. Digga, das lief die ganze Zeit, ich gepennt hab, was auf Loop war. Ich schwöre, ich hab's laufen lassen. Portland, nee, wie heißt das so? Portland ist mit Ding, ja, Portland ist mit Ding. Warte kurz, ich mach Drake, ich mach kurz Dinge an. Das ist ein krasser Beat gewesen. Sehr krasses Sample. Wie fandest du Dinger? Wie fandest du Seeing Green, 14. Mai, bin ich behindert? Ich hab's nicht gehört. Wie? Ich hab's nicht gehört. Seeing Green, ich sehe nur gerade, ich bin auf Drake, ich sehe ein neues. Achso, ja, Nicki Minaj-Single. Mit Lil Wayne und Drake. Hab ich nicht gesehen. Ja, in einem Label oder Bahn oder keine Ahnung. Weezy hat den ja entdeckt. Hab's nicht gesehen, warte mal kurz. Lass mich mal schnell gucken. Weil ist. Lil Wayne ist einfach der Vater von diesen ganzen Rappern heutzutage. Die sehen alle aus wie der. So. Tattoos, Diamantenketten, Protein und so. Das hat der ja reingebracht. So. Ich hab gehört, der ist übel der Druffi, aber der ballert trotzdem. Der hasselt ganz zurück. Der hat sich mal selber in die Brust geschossen, weißt du das? Nein. Der hat sich aus Versehen in die Brust geschossen, ist fast gestorben. Lil Wayne? Hat überlebt. Bruder. What the fuck? Krass. Das ist ungechillt. Abgefuckter Dude, Mann. Aber Ding, was war? Teenage Fever war sehr krass. Ja. Das fand ich wild. Dinger, KMT da mit Ding war auch wild mit Gigs. Der krasseste Song war. Do Not Disturb war krass. Der letzte. Do Not Disturb, aber für mich war es Passion Fruit, Bro. Passion Fruit war auf. Passion Fruit war auch aber. Ja, ja. Da sind. Wieder, da war dann mal wieder allen voraus, Bro. Allen voraus, Passion Fruit. Digga, das ganze, also ich fand's wurde auch voll gebeitet. Was? Wurde auch voll gebeitet, der Song. Ja? Ja, also habe ich oft gehört, dass sie so dem Flow nachgemacht haben. Ja, nee, das war, also Dinger, More Life war wildes Album. Generell. Viele sagen, If You're Reading This war das krasse Album. Oder. Das war schon geil. Oder Views und so, aber More Life war was für mich, Bruder. Das war mein Geschmack. Ja, More Life ist viel hängen geblieben irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie ja, und das hat einfach die neue Wave. Die neue Zeit dargestellt, dass einfach, ey, Alben sind tot. Playlist ein Album, geile Features, jeder Song anders, bam, bam, bam. Weißt du, was auch krass war? Underground Kings. Kennst du das noch? Also von Drake, das ist aus dem alten Album? Bro, hör's an. Ich muss ehrlich sagen, Drake sehr spät auf dem Schirm, Bro. Echt? Ja. Ich habe ihn erst mal über diesen Song mit Eminem und so gehört, diese Forever. Forever, der war auch gut. Mit dieser Sirene und diesen Dings, das war richtig krass. Na. Und dann lange nicht mehr gehört so. Und dann, ich muss ehrlich sagen, ab Views wieder habe ich den gehört. Yeah. Ja. Davor, If You're Reading, das habe ich auch noch mitbekommen, ja. Aber jetzt nicht so intensiv gehört. Das war so, damals habe ich noch so Deutschrap voll viel gehört und so. Zieh dir aber rein, ja, ist krass. Drake ist brutal. J. Cole Album neues ist auch Baba, Digga, ist auch ja, so man, krass. Ja, man, safe. Das ist krass, Mann. Aber das haben wir doch letztens im Studio gehört, Menu. J. Cole, wo er diesen Oldschool-Beat ausgepackt hat, so. Bro, das Album ist geistesgestört. Digga, wer schafft es heutzutage auf so einen Boom-Bap-Beat, da kurz mal alles auseinanderzunehmen und dass die Leute das feiern, weil es schon sehr langweilig geworden ist, so? Ich habe keine Ahnung, ich habe es einfach nur krass gefunden. Ja, safe. Ich fand auch Dinger, der hatte eine richtig wilde Line da drauf. Keine Ahnung, ich kriege die nicht auf Englisch hin, aber der hatte irgendwie so gemeint, so nach dem Motto, ey, so hört auf über Cash und was weiß ich was zu rappen, ist doch viel interessanter, wenn ihr sagt, dass ihr von Paycheck zu Paycheck lebt und aber eigentlich gute Leute seid, so. So diesen Struggle. Oh ja, stimmt. Ja. Ey, das ist eine geile Quote, Mann. Ja, der ist eh krass, Bro, der ist eh krass. Der ist wirklich von krass. Von dem kann man viel lernen. Ich fand diese ganze Story wirklich, das ist so ein Rapper, wo man so Sachen lernen kann fürs Leben. Kennst du so? Du hast heute gepostet, dass du von Ding, dieses 20-Minuten-Gespräch auf Splash mit Raff, da wollte ich dich fragen, was hast du da gelernt? Bruder, dieser Tipp, ich wusste, dass du mich darauf ansprichst, aber geil. Ja, Bruder, wir waren auf dem Splash und dann haben wir einfach gechillt. Wir saßen an einem Tisch, ich weiß gar nicht, wie das dazu überhaupt gekommen ist. Ich war auch irgendwie alleine mit meinem Bruder, weil ich nur. Mein Team und die Jungs, die waren alle woanders. Und der saß da mit, oh, keine Ahnung, ob Alex da war oder keine Ahnung. Und dann hat er mit mir gequatscht und hat mir gesagt, ey, es gibt drei Säulen, wenn ich mich erinnere, drei Säulen für deine Musikkarriere. Das ist einmal Steuern, Schrägstrich Finanzen, dass du da übel aufpassen musst.
Nummer zwei waren Frauen. Einfach eiskalt. Also Frauen können dein ganzes Leben ficken. Frauen können dein ganzes Leben ficken in diesem Business. Weil der meint halt, dass du, wenn du jetzt jeden Groupie fickst, weißt du, wie ich meine? Und normal gehst du unter. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du mit jedem Fan was auf dem Konzert was anfängst, weißt du, wie ich meine? Wie viele das machen? Komfort, habe ich gehört, ja. Ja, diese Person wird nie wieder ein Album von dir kaufen. Die sagt, was für Album kaufen? Ich hatte was mit dem. Das ist mein... Dann ist diese Person kein Fan mehr. Dann ist diese Person ein auf, ich kenne den doch, ich muss doch Album nicht kaufen. Ich muss den doch nicht supporten. Weißt du, was ich meine? Oder die nehmen dich auseinander, Mann. Es gibt... Weißt du, ich will jetzt nichts über Frauen sagen. Frauen sind wunderschön, weißt du, was ich meine? Aber... Ja, also ich meine in Bezug zum in der Musik, in der Musikkarriere so, wenn du dich da zu weit aus dem Fenster lehnst mit Tiger, du gehst Frauen, auf. Weißt du, wie ich meine, wenn du dich da zu viel, du weißt, was ich meine, Bro, dieses Rockstar-Leben. Ja, genau, du gehst auf Dinge, dann geierst du auf Hotel, ich war Bremen, dann hatte ich die drei Nummern noch von damals, genau. Dann schreibst du die an, die eine hat Freund, der andere nicht. Und dann du machst dir Probleme, Mann. Digga, du hängst weil die meisten Junkie sind, da. Guck mal, wenn, es ist okay, wenn du sagst, ey, wir haben jetzt eine kurze Nummer und dann gehst du wieder, aber... Die meisten ja so, ah, Baby und so, weißt du, ich meine, du bist wunderschön und so. Wenn du willst, ich heirate dich und so, weißt du, ich meine, das sind ja viele so, weißt du. Und dann nimmt ihr das so auf, als ob da mehr geht, weißt du, und dann scheißt du auf die, weil ihr euch nicht, weißt du, ich meine, dann scheißt du auf die und dann will die dein Leben ficken, Bro. Aber das ist auch dann ihr Recht, weißt du, ich meine. Und deswegen sagt doch Raff, ey, Frauen, ganz gefährlich, wenn du es falsch angehst, weißt du, ich meine. Natürlich sind Frauen im Allgemeinen nicht gefährlich, weißt du, die sind wunderschön. Und ja, Nummer zwei waren Frauen. Das ist ein sehr, sehr, sehr verdammt wichtiger Tipp. Also beide unterschreibe ich gerade mit allem, was ich habe. Und dritte war nicht mal Drogen. Was war dritte? Drogen wäre aber auch was Gutes. Ich poste es heute, ich habe es vergessen. Ja, Drogen, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Sieht man bei vielen. Ganz gefährlich. Kokain, Tilidin. Codein, irgendwie reimt sich alles. Das zerstört dich komplett. Das ist, wenn du es nicht kontrollieren kannst, natürlich auch. Ey, das sind drei todesinteressante Dinge. Erstmal wegen diesen Finanzendingern ist ja meistens so, also wie das meistens passiert, dass da Künstler abgezogen werden, sind ja so, ey, ich will nur Musik machen, lass mich in Ruhe mit Finanzen. Mhm. Ey, Bruder, du hast es 1000 Mal gemacht, ich vertraue dir, mach alles, was passiert. Genau. Alles in die Tasche. Schön rein, Alter, in die tiefe Tasche rein, Alter. Und dann fällt es dir irgendwann auf und du bist gefickt. Ist mir selber passiert. Nicht einmal, sondern zweimal. Aber also ist mir selber passiert. Ja. Ich bin auch so ein Typ, ich vertraue da und ich habe gar keinen Bock, mich mit sowas zu beschäftigen. Ich denke mir so, Digga, was soll ich da sitzen und irgendwelche Kack, weißt du, was ich meine? Rechnungen. Belege zusammensammeln, ja. Alter, bin ich so. Du willst halt Arbeit abgeben, dass genau. Du dich aufs Wesentliche konzentrieren kannst. Aber ja, deswegen. Bro, ich krieg Kaltschweiß, wenn ich mir überlege, dass ich 5 Minuten da sitzen muss und irgendwelche Rechnungen machen muss. Ja, schon. Und bei Drogen. Das finde ich, glaube ich, vor allem Drogen und Frauen sind ein sehr interessanter Punkt, weil du hast auch wahrscheinlich diese Phase durchgemacht jetzt mit halt ein bisschen dann feiern gehen, Frauen haben und Konzerte und all das, was man da halt hat. Also ich weiß, keine Ahnung, wie es bei dir war, aber ich weiß, dass bei mir ist es halt, also ich habe keine Konzerte oder irgendwas, aber du weißt, wie das ist, du bist dann halt irgendwo in der Stadt, machst eine Story und dann auf einmal schreiben dir halt Leute. Leute, ja. Genau, und dann ist halt ist so einfach, dass es fast schon kriminell ist. Und es ist dann fast, ist wie als würde überall ein Zigarettenautomat stehen, so mäßig. Ne? Und dann sitzt du halt da mit deinen Homies im Hotel, geierst wie so ein Fisch und dann auf einmal klärst du dir halt dann was. Und du merkst aber nicht, dass du viel zu viel Aufmerksamkeit der Sache schenkst, dass du nicht mehr bei der Sache bist und du im Endeffekt eigentlich eine Sache machst, die dich selber fickt. Ganz genau, Bro. Und bei den Drogen und bei diesen Frauen ist aber das Abgefuckte, was ich halt häufig so selber mitbekommen habe bei Künstlern und Rappern und Co., ist, dass sie das so ein bisschen brauchen. Und ich als, also es ist ja auch witzig, es macht auch Spaß. Mhm. Es gibt ein zu viel, aber es gibt auch irgendwie ein zu wenig, weil die brauchen ja, diese stimmt. Erfahrungen, um das stimmt, ja. so Mucke machen zu können. Genau, ja. Ich habe da, also so, keine Ahnung, das hört sich jetzt krass an, aber auch, wenn dann mit irgendjemandem da bist und du siehst auf einmal, ey, der ist auf der Droge oder der ist auf der Droge und du denkst so, Bro, warum machst du das? Mach doch einfach ohne. Aber du siehst auch, dass der irgendwie anders abgeht auf dem Zeug. Ja, und dass es einfach sein Ding ist. Genau, also irgendwie hilft ihm das, aber es fickt ihn auch gleichzeitig. Ja. Und ich weiß nicht, was deine Erfahrungen da so sind mit den Leuten, also weißt du, was ich meine, mit
Also brauchen tust du gar nichts, Bro. Das ist auch, dass du kreativer wirst, wenn du Kokain zu dir nimmst und so. Das ist Schwachsinn in meinen Augen, aber... Oder wenn du kiffst, du wirst kreativer. Im Endeffekt wirst du gar nicht kreativer. Das kommt dir nur alles viel kreativer vor, weil alles intensiver ist. Und am nächsten Tag findest du alles scheiße. Du rauchst einen Joint und dann du machst Mucke. Du machst Mucke, weißt du? Und auf einmal, du senkst eine Line. Und auf einmal, weil du geraucht hast, kommt die dir so kreativ vor. Weil du sie einfach intensiver wahrnimmst, weil du einfach viel länger drüber nachdenkst. Weißt du, wie ich meine? So, und dann denkst du dir, boah, das macht mich kreativ, ich kiff jetzt ganze Zeit, wenn ich Mucke mache. Oder ich ziehe jetzt ganze Zeit, wenn ich Mucke mache. Weißt du, wie ich meine, Bro? Aber für mich ist es im Endeffekt nicht so. Ist nicht so. Du nimmst es nur intensiver alles wahr, weil es gibt auch Sachen, du rauchst einen Joint und dann machst du Mucke und boah, du denkst dir, ey, du hast alles auseinandergenommen. Nächster Tag, du hörst dir das an, du bist so. Was ist das? Was zum Fick habe ich gemacht? Hat sich doch gar nicht so angehört gestern. Weißt du, ich meine, man muss aufpassen. Alkohol und ist ja auch eine Droge. Allgemein, du überschätzt dich da. Du überschätzt dich oder du bist auf der Bühne. Deswegen trinke ich auch nicht, wenn ich auf der Bühne bin. Weil Leute, die saufen immer davor. Ich muss jetzt abgehen, ich muss trinken, ich muss locker werden. Nein, Bruder, du säufst, du bist auf der Bühne, du denkst, du bist der King, weil du besoffen bist. Machst nur Scheiße, dann guckst du dir ein Video, an morgen und sagst so, was für ein Hampelmann. Wie habe ich mich verhalten, Alter? Ja, das, aber ey, du hast perfekt beschrieben. So viele Leute reden sich dann ein, die müssen locker werden, die müssen den Scheiß nehmen, die werden besser dadurch und so. Ja, das ist halt einfach nicht so. Du wirst locker, aber du wirst nicht besser. Aber du bist halt auch abhängig davon. Ja, du lernst ganz halt schlimm, nicht selber locker zu werden. Ganz schlimm. Du wirst nicht besser, wenn du Drogen zu dir nimmst oder was weiß ich. Weißt du, ich meine, wenn du Weed rauchst, da wirst du, nimmst du alles intensiver einfach wahr und denkst dir, alles ist krasser. Du rauchst einen Joint, du guckst eine Serie, auf einmal, die wirkt richtig krass. Die wirkt richtig krass. Du isst was, das wirkt richtig krass. Weißt du? Wenn die Leute Kokain ziehen und dann 10 Songs in einer Nacht machen, ja, dann ist es nicht, weil es dir die Kreativität gibt, sondern einfach, weil es dich einfach aufputscht. Weißt du, wie ich meine? So. Aber das fügt doch nicht dazu, dass deine Musik krasser wird. Das fügt einfach dazu, dass du ein bisschen mehr Energie hast und länger arbeiten kannst. Aber das heißt nicht, dass du kreativer wirst und krasser wirst. Und gleich über Alkohol. Du trinkst Alkohol, du denkst, du bist der King, du bist auf der Bühne, hier, oh, krass, Mann, dies, das. Nächsten Tag, du guckst dir Video an, Alter, was scheiße war das? Was ist das für eine Scheiße, Alter, wie sehe ich aus? Deswegen trinke ich nicht vor dem Auftritt. Oder allgemein auch Alkohol sehr, sehr selten, weil ich mag es einfach nicht. Weil ich früher immer so sehr viel getrunken habe, so, du weißt doch immer, in die Stadt, bam, trinken wir jetzt, kommen wir, wen boxen wir heute weg und was weiß ich. Und Alkohol, für mich, wenn ich an Alkohol denke, ist es so, weil ich auch lange keinen Führerschein deswegen hatte. Für mich ist Alkohol immer so in Verbindung mit Polizei. Immer, alle Anzeigen, also die meisten Anzeigen, die ich hatte, außer so ein paar andere Anzeigen, immer auf Alkohol gewesen. Immer. Schlägereien, Einbrüche, alles war immer auf Alkohol. Immer. Und deswegen habe ich Abturn drauf. Ich will nicht in diese Welt zurück, weißt du, wie ich meine? Und ich habe die MPU gemacht, ne? Letztes Jahr und was richtig krass ist, ich wollte sie einfach kaufen, weißt du, ich wollte einfach, ja, scheiß drauf, weißt du, wie ich meine, wegen, aber in dem Prozess habe ich echt, also ich musste dann vor diesem Typ labern, ja, nur Genussmittel und dies und das, weißt du, und dann habe ich in diesem Prozess, wo ich mit denen geredet habe, habe ich einfach echt gelernt, dass ich das echt nur zum Genuss machen sollte. Ja. Das habe ich dann einfach wirklich da gelernt, weißt du, wie ich meine, und nicht einfach jedes Wochenende saufen und so, weißt du, weil die haben mich immer so dargestellt, ja, du trinkst Alkohol, du kannst keinen Führerschein haben. Und ich denke mir so, ey, die ganze Welt trinkt, Alter. Das ist doch was ganz Normales, wenn du als Jugendlicher mal am Wochenende saufen gehst. Weißt du, wie ich meine? Ey, jeder meiner Freunde, 1000, ey, alle machen das und die haben alle einen Führerschein. Weißt du, aber die machen das nur, um dir das einzutrichtern, dass du nicht rückfällig wirst, weißt du? Deswegen, ja. Aber ja, keine gute Verbindung zu Alkohol auf jeden Fall. Deswegen. Ich trinke auch im Studio nie und so. Nie, oder? Wir haben, glaube ich, in 3 Jahren vielleicht 2-3 Mal getrunken, oder? Und dann vielleicht so ein bisschen Wein. Ja, gar nichts. Ja, aber das sind gute so... Auf Cola Zero machen wir uns das. Ja, aber das ist gut. Digga, sonst wird mehr Shisha geraucht und gesoffen, als aufgenommen wird. Das ist echt so. Weil da geht doch voll viel, vergeht doch voll viel Zeit. Ja, schreib jetzt Sex. Ja, warte, machen wir aber lass Shisha. Pause machen erstmal. Ja, ja, ja. Alle 2 Minuten, Bro, aber... Komm. Wenn du abliefern willst, Bro, die Konkurrenz schläft nicht und wenn du... die Möglichkeit hast, überhaupt den Leuten, wenn du eine Plattform hast, überhaupt den Leuten Mucke zu zeigen, dann muss man abliefern, Bro. Keine Zeit für chillen, Bro. So ist meine Einstellung. Wie? Ich muss immer aufpassen, CD dass ist hängen geblieben. Kennst du so wie? Nein, CD dreht sich zu schnell, mein Freund. Glaube ich dir.
was bei dir auch so eine untypische, interessante Sache ist, wir müssen auch nicht darüber reden, wenn, wenn du keinen Bock hast, darüber zu reden, ist dass deine Freundin auch in der Öffentlichkeit quasi, ist eine sehr erfolgreiche Künstlerin, macht sehr krasse Sachen. Ich habe es mir auch gestern nochmal angeguckt. Ich bin krass beeindruckt, Real Talk, also ohne Witz, heftigsten Respekt. Also einfach, du guckst dir das an und das kitzelt deine Seele, wie soll ich sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, du spürst, dass es von Herzen kommt. Und das ist einfach, also ich bin wirklich beeindruckt. Also eigentlich auch, wenn ich jetzt dachte, das ist vielleicht nicht meine Musik oder so. Ich habe so geguckt, ich war so, what the fuck, Alter, wie ist mir das nicht aufgefallen, dass das so krass ist. Also das ehrlich, ist krass, das so talentiert. Dir? Wirklich, ich war so vor meinem Handy und ich war so, wow. So, dann werden dir die neuen Sachen noch mehr gefallen. Und da finde ich so interessant, ihr beiden habt... Also das ist, so stelle ich mir, ich nenne es mal ein bisschen so Traumbeziehung vor von außen, weil ich finde es schön. Weißt du hast deine Leidenschaft, sie hat ihre Leidenschaft, genau. Du hast deinen Film, sie hat ihren Film. Genau. Und wie kann man sich da so kreativen Prozess vorstellen? Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Song macht oder sie sagt dir, ey Schatz, hör dir mal meinen Track an oder andersrum. Das stelle ich mir voll cool vor. Das ist schon so ein komischer, aber auch ein bisschen lustiger Moment, weil das ist so, als ob wir so in der gleichen Firma arbeiten. Weißt du, wenn wir zusammen sind so und... Ja, aber keine Ahnung, wie soll ich das sagen, Bro? Zum Beispiel, sie versteht diese Sachen mehr, wenn ich zum Beispiel weg bin oder mal da und ich muss das und das. Sie versteht es viel einfacher als eine Frau, die nicht in der Szene ist, die Sachen nicht nachvollziehen kann. Warum sind diese Models in deinem Video? Warum musst du jetzt schon wieder in dieses Land fliegen? Warum bist du jetzt da? Warum? Weißt du, wie ich meine, Bro? So, und das sind so Sachen, wo man so sich gegenseitig so. Die es besser verstehen einfach, weißt du, was ich meine? Und das feiere ich halt dran. Und ja, auch wenn wir Mucke machen, dann ist auch dieses Beziehungsdings auch so in diesem Moment so ein bisschen weg, weißt du, was ich meine? Ja. Da ist es schon so, ja, arbeitstechnisch. Natürlich jetzt nicht auf Ernst, also natürlich machen wir auch Späße und so, aber da ist es schon ein bisschen weg. Aber dann gibt's im Gegensatz dazu, übel lustig, Bro, übel lustig. Im Gegensatz dazu, manchmal, wir chillen einfach und das ist so normal, einfach eine Beziehung und dann sagt ihr zu mir, ey, wir sind einfach Künstler, wir machen einfach Mucke. Das vergisst man dann übel, weißt du, wie ich meine? Und ich lach die aus, ich so, ja, guten Morgen, Alter, normal sind wir das, weißt du, wie ich meine? Aber die ist auch nicht so lange dabei und so, weißt du? Und ja, aber ist geil, Mann. Und auch so, ja, so Traumbeziehung mäßig. Guck mal, es wirkt von außen immer so, wow, krass, 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 krass. Aber es ist auch krass, aber die Leute, desto krasser es wirkt, desto mehr wollen die dich unten sehen und wollen das kaputt machen, weißt du, wie ich meine? Natürlich gibt es auch Situationen, die wir nicht zeigen. Wir tragen ja nicht, wenn wir zum Beispiel einen Streit haben, trage ich das ja nicht im Internet aus. Weißt du, wie ich meine? Niemals. So, und sie ja auch nicht. Und es gibt natürlich sehr viele Schattenseiten dafür, dass eine Beziehung in der Öffentlichkeit ist. Aber wir denken uns, hey, wir wollen am Ende nicht die Deppen sein. Weißt du? Wenn wir uns trennen, dann wegen uns selber. Nicht wegen jemand anders, Bro. Nicht, weil die uns hassen oder weil die das nicht gönnen. Oder weißt du, wie ich meine? Wir trennen uns, wenn wir beide sagen, hey, ich glaube, es ist an der Zeit, einfach mal getrennte Wege zu gehen. Dann trennen wir uns. So. Viele probieren es auch kaputt zu machen, weißt du, wie ich meine? Aber so, das haben wir uns halt vorgenommen. Dass, wenn es vorbei ist, dann ist es wegen uns, nicht wegen einer dritten Person. Weißt du, wie ich meine? Das wäre halt richtig eklig. Und wenn es vorbei geht, dann im Guten. So. Was ich natürlich nicht hoffe, dass es vorbei geht. Deswegen, ja, auf Holz klopfen. Der Menü hat gerade auf seinen Kopf geklopft. ja. Aber ich feiere es, Mann. Ist geil. Ich find's crazy. Ich bin sehr zufrieden. Sie auch. Und wie gesagt, mucketechnisch jetzt. Also da kommen ein paar krasse Sachen, Bro, auf jeden Fall. Eine miese Steigerung. Ist auf jeden Fall da. Ja. Ja, ich freue mich, Digga, da drauf. Also was ich halt so krass finde, ist, ich bin da sehr so scheu, wenn es um sowas geht. Mhm. Auch mit vielleicht Frauen aus der Öffentlichkeit selber. Ich finde es halt, keine Ahnung, todesunangenehm. Du wirst selber wissen, wie es ist, wenn du durch die Stadt läufst. Mhm. Wenn du alleine läufst, ist eine Sache, aber wenn man dann zusammen durch die Stadt läuft, ist es gefühlt 10-mal schlimmer. Ja, schon. Ja, aber es passiert sehr selten, dass mal jemand respektlos wird oder... Nein, gar nicht, aber das ist so, du weißt, okay... Vor allem in Stuttgart, weißt du, also, dann sprechen mich so Jüngere an und so, aber ich bin ja hier geboren und wohne mein ganzes Leben hier. Also die meisten kannten mich auch so schon davor und so, weißt du, ich meine, es ist schon easy so. Die Leute respektieren das und sagen so, aber die sind dann nicht so, hey, wow, und weißt du, ich meine, wie jetzt ein anderer kommt, so, weißt du? Aber ja,
ist eigentlich in den meisten Fällen cool. Klar gibt es Leute, die nerven so, aber deswegen ist man auch nicht jeden Tag am Hauptbahnhof. Ey, aber weißt du, was ich so krass finde, Digga, ist diese Filme, die man sich macht, du bist auf einmal, du bist Künstler, du bist in der Öffentlichkeit, du bist berühmt und dann denkst du dir so, ey, jede Frau, die du triffst, Digga, die checkt überhaupt nicht, was du machst. Die sind dann entweder eifersüchtig oder die sind wie so halbe Fangirls, die sofort verunsichert sind und du schiebst nach einer Woche Abturn, Digga. Du triffst eine Frau, Bro, und du denkst so, ey, die ist toll und denkst dir danach so, oh, Bro, gar kein Turn mehr auf die. Und dann war es bei mir zumindest immer so, ey, Frauen, die das machen, was wir so ungefähr machen, die nur so, die das verstehen, weil sie selber denselben Film irgendwo fahren, ey, das ist so viel entspannter. Das ist so viel entspannter. Ist sehr entspannt, Bro, ist sehr entspannt. Wie gesagt, kommen wir wieder auf das Thema Vertrauen. Wenn man sich gegenseitig vertraut, weißt du, das muss man auch irgendwo aufbauen. Deswegen kannst du ja nicht nach einer Woche gleich verlangen, dass sie jetzt alles versteht, weißt du. Das musst du ja auch ja, dann ein bisschen nahelegen und erklären, Bro. Und ohne Vertrauen geht halt nichts, Bro. Weißt du, und wenn du es dann missbrauchst, dann so oder so keine Chance. Nie wieder. Weißt du, ich habe mal so ein Bild gesehen, da gibt es so ein Glas, weißt du, das geht so kaputt. Und dann kleben die das wieder so zusammen. Aber es wird niemals wieder diese Form haben. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so Vertrauen. Das ist jetzt voll so MySpace-mäßig, so, weißt du, so Quotes, aber so Pinterest-mäßig. Weißt du, wie ich meine? Aber es stimmt, Bro. Es stimmt. So, und ich habe das auch selber durchgemacht, natürlich mit früheren Beziehungen und so, weißt du, wo ich das Vertrauen missbraucht habe. Weißt du, wie ich meine? Und es wird nie wieder vor. Weißt du? Beide Seiten wollen, dass es wieder vor ist, aber es geht nicht. Der Kopffick ist immer da. Ja, der geht auch nicht weg. Der Kopffick ist immer da. Normal, dass diese Person brennt zu Hause, wenn du weg bist. Normal, dass sie es nicht versteht, weil dass du mit 20 Weibern auf dem Video bist. Weißt du, wie ich meine? So, und das geht nicht. Und deswegen bringt mir auch eine Beziehung nichts, wenn da kein Vertrauen ist. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen sind so Sachen wie Fremdgehen und so, Bruder, das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Überhaupt. Und ich war auch so dumm und hab das gemacht. Weißt du, wie ich meine? Ich will das nicht verstecken, Digga. Ich will nicht auf perfekt machen, weißt du? Und viele hassen mich auch dafür. Ich habe mich auch schon mal dazu geäußert, weißt du? Und ich habe gesagt, ich habe halt emotional geredet und gesagt, ja, und was jetzt? Was interessiert euch? Weißt du? Es ist halt in dem Fall dumm, dass die Leute halt denken, dass es mir egal ist. Auf keinen Fall. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und das Dümmste auch, weil, ey, wenn du was mit einer anderen Frau anfangen willst, dann beende doch das einfach. Ja. Warum fährt man zwei, weißt du, wie ich meine? Und wenn man auf die Fresse fällt und dann lernt man das erst, Bro. Weißt du, wie ich meine? Dass es nicht klappt, wenn das passiert. Es klappt nicht, egal was ist. Und wenn es klappt, und also wenn die Beziehung weitergeht, eine Person leidet, die geht kaputt, Bro. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, Alter, es ist einfach das Dümmste, was man machen kann. Und natürlich finde ich das nicht cool. Und natürlich will ich auch nicht den Leuten sagen, das ist es, ja, und ich habe das jetzt gemacht und ja, was wollt ihr mir? Weißt du, wie ich meine? Ich wollte damit nur sagen, ey, kümmert euch um eure Sachen, weißt du, wie ich meine? Kümmert euch um euch selber, so, weißt du, ich bin ein Mensch, Bro, ich bin 23 Jahre alt, Alter. Ich will keine Ausreden, es gibt keine Ausreden, aber Bruder, wenn du aus dem Nichts berühmt wirst und jeder macht dir schöne Augen und ey, du kannst nicht immer perfekt handeln, weißt du, wie ich meine? Und klar, das ist kein Fehler, ist eine Entscheidung, sagt man, ne? Aber zum Beispiel, wenn du das machst, du bist meistens teils schuld, ich würde sagen sogar zu 80%, aber es gibt die Person, mit der du das ja machst, weißt du, ich meine, die ist ja auch irgendwo schuld. Oder die will dich ja auch verführen und so, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt das Ding, Bro. Und das ist das Dümmste, was man einfach machen kann, weil man einfach Schluss machen kann. Ein guter Freund von mir hat gesagt, man ist immer selber schuld. Ja. Ja, der Typ ist safe, richtig intelligent, richtig cool und gut aussehend. Nee, Spaß. Nein, aber ich meine es ernst. Also das ist echt eine abgefuckte Sache. Ist auch ein krasses Thema. Ich hab auch nie über sowas geredet, sage ich dir ehrlich. Das wollte ich gerade sagen, dass ich das krass finde, dass du als Rapper so greifbar bist. Normalerweise hast du als Rapper immer dieses in der Öffentlichkeit, also nicht du jetzt, sondern generell. Ja, ja. Weißt du, immer diese Fassade und ich verstehe das auch, ne? Die Videos, man will immer perfekt wirken. Aber wie viel siehst du davon, ist wichtig für das ganze Image und so? Ich meine, es gibt auch Leute, die wie zum Beispiel Shindy, der krasse Mucke macht und der so schaut, ey, alles muss perfekt sein und... Ja. Ja, das ist halt sein Weg, Bro. Das ist halt sein Film so. Jeder hat seinen eigenen Weg und bei ihm läuft's ja. Und bei ihm, er macht's, also ich finde, er macht's richtig so. Der macht's definitiv gut, und das passt auch zu ihm. Wenn das jetzt jemand anders macht aus dem Nichts und versucht so, dann ist es so ein bisschen gestellt, weißt du? Und er war ja immer schon so ein Typ so und deswegen passt es zu ihm so. Aber
Ja, wir sehen halt, Vertrauen ist eine sehr, sehr große Sache, Bro. Sehr große Sache in fast allem, was du machst, weißt du? Ich meine, ob es Arbeit ist, ob es Hobby ist, ob es Partnerschaft ist, so. Und das muss man einsehen, so, dass, weil ich war früher so dumm, Bro. Ich war einfach so geblendet von allem und hab einfach drauf geschissen, Leute verletzt und so. Weißt du, und so, und normal haten mich auch safe Leute dafür, so. Und, aber wenn ich mir denke, ey, ich bin halt der, der sich traut auszusprechen, seine Leichen im Keller rauszuholen, weißt du, und nicht wie andere. Ihr feiert andere Rapper, die komplette Leben zerstört haben, weißt du, wie ich meine? Der ist auf einmal ein Ehrenmann. Aber wenn man ehrlich ist und einfach ehrlich sagt, wenn man zu seinen Fehlern steht oder zu seinen Entscheidungen, und sie dann natürlich auch erklärt und sagt, dass es nicht gut war. Weißt du, wie ich meine? Es ist wirklich Real Talk, Bro. Wir sitzen hier, nicht weil die Kamera da ist, aber es ist nicht gut. Weißt du, wie ich meine? Das ist nicht gut. Weißt du, ich sag's jetzt nicht hier, um mich zu rechtfertigen oder den einen auf scheinheilig zu machen. Das ist nicht gut. So, weißt du, wie ich meine? Und so, das Ding. Vertrauen ist eine sehr große Sache. Und ohne Vertrauen geht gar nichts. Geht keine Partnerschaft und nichts. Und mit diesem Kopf bin ich halt in die Beziehung mit Hava eingegangen. Hast gelernt? Man ist geflogen, ist gefallen und jetzt nimmt man halt den Fußweg und nicht den Flug. Ja, aber ich glaube, dir geht's besser. Sehr gut, Mann. Mir geht's sehr gut. Ich schwöre, ich war lange nicht mehr so zufrieden wie jetzt so. Weil dieses Toxische, was du ja selber eigentlich im Endeffekt produzierst, nicht mehr da ist, so. Ich meine jetzt keine Person, sondern diese Stimmungen, die du einfach kreiert hast, weil du Leute verletzt hast, so. Und ich fühle mich sehr gut, Mann. Ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die sich so viel Mühe geben für mich, Bro. Es gibt Fans, die geben sich so viel Mühe, die bearbeiten Videos und machen und jeden Tag Content, Alter, für mich. Und die kennen mich nicht mal, Bro. Die haben mich noch nie gesehen. Und dass jemand für mich macht, ich bin extrem dankbar dafür. Extrem dankbar. Du kennst wahrscheinlich auch, dass du Fans hast oder Leute hast, die das feiern, was du machst und so viel für dich tun. Bro, ich verstehe das nicht, wieso Leute irgendwas feiern, ja, was ich mache. Ja, das meine ich doch, Mann, Alter. Und ich denke mir so, ey, vielleicht manche Freunde in deinem Leben haben nicht mal so viel für dich getan. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt sehr krass, Bro. Deswegen. Aber ja, falls du wissen willst, wie es mir geht sehr gut. Sehr gut. Nee, ich verstehe aber den Drang, so offen sein zu wollen. Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Besser, Mann, besser, wenn. So. Guck mal, lieber werde ich für eine Sache gehasst. Weißt du, ich meine? Jetzt gehasst und nicht geliebt für Lügen. Weißt du, ich meine? Lieber hasst man mich für die Sachen, die euch nicht passen, anstatt dass ihr mich liebt für die Lügen, die ich euch auftische. Weißt du, ich meine, Bro? So, und alles kommt raus. Egal was, alles kommt raus. Egal was du machst und wie gut du es versteckst, alles kommt raus, Bro. So. Und Leute sollen nicht in 10 Jahren geschockt werden, dann sagen, ja, guck mal, der war ja ganze Zeit so und so und so und so. Ey, Bruder, ich bin wie ich bin 100% ich bin da, Bruder, ob ich jetzt Love-Songs mache, ob ich das mache, ich bin der ich bin. Weißt du, wie ich meine? Und entweder du kommst klar mit mir oder nicht. Mich interessiert es nicht mit. Ich mach mein Ding. Ich weiß, wo ich herkomme. Weißt du, ich kann da auch zurück, weil ich dort war. Weißt du, ich meine, natürlich will man das nicht. Wohin willst du jetzt? Was sind jetzt deine Ambitionen an dich? Ich habe dein Album gehört, jetzt mit dir ein bisschen. Ich will musikalisch auf jeden Fall noch sehr viel drauflegen. Wenn du independent bist, ist es sehr schwer, Bro. Du musst dich auf sehr viele Sachen konzentrieren. So. Und da ist auch manchmal so ein bisschen so wegen Musik. Also, weil du dich auf so viel konzentrieren musst, Bro. Und sich dann noch auf Kreativität und alles, das ist sehr schwer, Bro. Aber jetzt läuft alles zum Glück sehr gut. Wir haben keinen Stress, weißt du, das ist sehr wichtig, dass du keinen Stress hast, keinen Druck hast, keinen Zeitdruck. Und ja, musikalisch einen draufsetzen, viel mehr. Hast du keinen Druck, wenn so jeden Donnerstag Leute releasen und sich das Musik so ein bisschen in Massenware verwandelt hat? Ich sag dir ehrlich, natürlich zieht man sich die Sachen rein, ja? Und dann denkt man sich, okay, krass, aber... Aber man vergisst die auch so schnell wieder. Diesen Druck musst du in Motivation umwandeln. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Du machst den Druck, du denkst, der Wichser. Manu, ich komme jetzt ins Studio. Ciao, bam.
Und das ist aber geil. Ich feiere das, Mann. Ich funktioniere so. Das ist Competition, Bro. Gegenseitiges Pushen. Ah, der, ah, okay, echt jetzt? Okay, bam, ich bin jetzt wieder da. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. So, das ist du halt hast gepennt bis davor, hast du abgelöscht. Und dann kommst du. Genau, ja. Das ist halt, ich feiere das. Man muss den Druck in Motivation und nicht in Kopf fix. Weil sonst gehst du unter. Ich funktioniere genauso. Also das ist... Ja? Genauso. Ich brauch Hass ein bisschen. Also hört sich eklig an. Brauchst du Hass? Bisschen, ich brauche ein bisschen Ding. Was? Ich brauche einfach ein bisschen Dinge. Und ich küsse dein Herz. Du bist ein richtiger Jugo, Alter. Ich so. Hass, Brate, Hass. Nee, anders funktioniere ich nicht, Digga. Ich muss in so einen Dinger-Modus gehen. Ja, safe. Jeder hat seinen Weg, Mann. Jeder hat seine Art, wie der mit Sachen umgeht und wie er arbeitet. So. Aber ich finde, es ein geiler Weg, Mann. Motivation muss da sein. Sonst passieren nur halbherzige Sachen, finde ich. Aber was sind jetzt deine Ansprüche? Weil du machst viele Sachen. Du bist independent, hast dein Label, ihr habt den Friseur, du hast selber viele Sachen vor. Was ja, businesstechnisch auf jeden Fall noch ein paar Sachen drauflegen, aber das sind so Sachen, die ich nicht so in die Öffentlichkeit trage. So. Und ich habe so ein paar Künstler am Start, die sind sehr krass. Weißt du, wenn ich bisher Signings gemacht habe, war das eher so freundschaftlich und so. Weißt du, was ich meine? Aber ich will jetzt wirklich so professionell und wirklich... Ich habe einen Künstler, Bro, der ist sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Der erinnert mich an mich, wo ich damals so am Start war, weißt du? So ein junger Kerl. Und ja, der wird auf jeden Fall am Start sein, die nächsten Monate. Und du wirst den übel feiern. Ja? Du wirst den ballert übel. Der? Bruder, der, Bruder, genau deswegen. Ballern, kein Autotune, kein Ding. Bruder, Bruder, auf den Boxen, dieses Haus geht kaputt. Das ist das ganze Gebäude. Vorbei, Digga. Ich will eine CD. Er ist krass, ich will auch gar nicht so viel reden, man kennt auch sein Gesicht nicht und so. Aber ich schicke dir mal Soundcloud. So wie die Leute, die sich dann selber filmen mit Dingen nach Studio-Session und dann sagen, Bruder, übel krass. Große Dinge werden passieren. Weißt du schön. Du wirst den feiern, Bro, du wirst den feiern, safe. Ich schicke dir mal einen Soundcloud-Link. Ja. Schick ohne Scheiß, Digga, wenn du sagst, der Ballert. Kann gleich hören, Bruder. Jetzt gleich. Oh, lass gleich ohne Witz. Hast du bei? Das, ja, safe. Ja, okay. Bruder, der Typ ist genau dein Film. Und ich denke auch, der wird gut, also trotzdem, dass er so roughen Shit macht, auch an die Masse ankommen. Digga, ich sag's dir ganz ehrlich. Stell dir vor, der kommt jetzt, der geht jetzt so übel durch die Decke und dann du schneidest so diesen Interviewabschnitt so und dann weißt du, wie ich meine, das wäre schon krass, oder? Ich will gleich das hören. Ey, ohne Witz, aber genau das fehlt mir, Mann. Mir fehlt dieser roughe Shit, Mann. Für mich ist das alles. Und genau also, diese, jede Frage, die du jetzt stellst, Bruder, dieser Typ beantwortet sie dir mit seiner Musik. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Der ist einfach dreckig in die Fresse, Bro. Aber auf cool, nicht so auf dieses, ich bin Gangster, 100 Jahre Knast, weißt du, wie ich meine? Ist einfach sehr geil, Mann. Bro, der kann mir auch, können mir auch Leute hart von Hartz IV erzählen, juckt mich nicht, die müssen kein Gangster sein. Ich will einfach nur harten Shit haben. Bro. Ganz genau. Mir ist harter Shit, mir fehlt es zu sehr. Ich höre die ganze Zeit, für mich, also ich will es gar nicht so pauschalisieren, gibt auch krasse Deutschrapper, sage ich nicht, Alter. Keine Ahnung, so UFO oder so, wenn ich das höre, das ist komplett neuer Vibe in meinem Kopf. Ich habe neue Bilder in meinem Kopf, ich finde das geistesgestört, was der macht, wirklich extrem gut. Da gibt es wirklich einige, die sehr, sehr krasse Sachen machen, aber ey, so die meistens hört sich alles gleich an, der kopiert das und das und das und es ist immer dieselbe Teigform, was da rauskommt. Warum ist es dieselbe Teigform? Erklär es mir, warum? Das hatten wir doch vorhin, Bro. Weil alle dieses Ego-Ding haben. Ich schreibe meine Texte selber, das. Die investieren nicht in ihre Mucke, Bro. Die investieren in ihr Aussehen, aber nicht in ihre Mucke. Du holst dir einen Bruder, du holst dir eine Rolex für 20.000 Euro, aber willst den Beatproduzenten nicht bezahlen. Ja, ja. Warum? Dann wunderst du dich, ja, es läuft nicht mehr. Ja, normal läuft es nicht, Alter. Weißt du, wie ich meine? Also, du musst doch in alles investieren, Alter. In deine Karriere, nicht in dein Aussehen. Oh, Alter, aber viele von den Leuten denken, oh, ich bin jetzt der und der. Ja, du, alles muss umsonst sein, was für mich gemacht wird. Ja, Bruder, und glaub mir, wenn du die Leute nicht bezahlst, mit denen du arbeitest und die gut sind, die springen ab, so schneller als du denkst. Schneller als du denkst, mit dir will keiner arbeiten. Du verbrennst dich nur so, Bro. Klar, du musst auch in dein Aussehen investieren, aber deine Musik ist, wenn nicht wichtiger, ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ey, dann die Präsenz von dem Rapper ist extrem wichtig. So braucht man gar nicht drüber reden, aber es ist halt manchmal nur noch Präsenz und nichts mehr dahinter. Und das ist das, was mich persönlich anfängt. Genau, ja. Und dann wundern die sich, ja, es läuft nicht. Ja, normal, investieren in deine Musik. Bro, ich sag dir offen, mein ersten Vorschuss für Universal war 250.000, okay? Habe ich mit 20 unterschrieben. 250.000 Euro, knapp. Knapp 250.000 Euro ist in mein Album reingeflossen, mein erstes. Wie läuft sowas ab? Erklär das mal. Bro, du kriegst Geld und mit diesem Geld musst du dein Album abliefern, Videos und die gemasterten Songs. Wer hat dir auf die Hände geschlagen und gesagt, Dardan, jetzt keine Rolex kaufen? Hä?
Wer hat die auf die Hände geschlagen? Was lustig ist, wo ich bei Universal unterschrieben habe, haben die uns 4 Rolex geschenkt. Damit du nicht von Vorschuss direkt drauf hast. Ja, genau. Aber das haben die safe eh abgezogen dann. Aber du kriegst dein Geld in Staffelungen, weißt du, wenn du am Anfang unterschreibst, dann machst du, gibst du ein paar Songs ab, sagst, ah, der ist am Arbeiten, nochmal. Und, oder beim, also bei Leuten, die dir nicht vertrauen, ist es so, kriegst du so in 4 Staffelungen. Bei anderen ist es so, du kriegst Vorschuss, dann gibst du Master ab, kriegst du nochmal einen Vorschuss und bei Release kriegst du nochmal so den Vorschuss in 3 in Phasen. 3 oder in 2 Teilen aufgeteilt. So. Und du musst halt damit arbeiten, Bro. Und ich empfehle auch jeden, ey, investiert euer... Deswegen sollte man auch nicht zu viel Vorschuss nehmen, weil du musst ihn ja auch einspielen. Weißt du, wie ich meine? Investiert euer ganzes... Wenn ihr einen Vorschuss habt, investiert einfach das meiste in eure Mucke. Weil dann kommt doch das große Geld. Weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt gierig bist und ja, komm, ich kaufe mir lieber jetzt, bevor es nicht mehr läuft, später, weißt du? Investiere in deine Mucke, mach geile Videos, hol die Produzenten, hol dir die Writer, mach was Geiles, Mann. Steck das Geld da rein, Alter, und mach keinen Shisha-Bau auf, weißt du, wie ich meine? Und dann kommt das große Geld so oder so, weißt du? Geld soll auch gar kein Fokus sein. So. Ey, krass. Das kommt, weißt du, wie ich meine? So. Das aber die Leute haben uns gesagt, ihr seid behindert, ihr seid dumm, was macht ihr da? Yeah, yeah. 250.000 steckt ihr in ein Album rein von einem Newcomer. Ihr seid selbstständig, ihr könnt euch doch, holt euch doch was, weißt du, wie ich meine? Aber so, weil wir denken dann nach vorne, wir denken an die Zukunft. Ja, aber das ist krass, Digga, sag ich dir ehrlich. Habe ich selten gehört von Leuten, dass die so das sehen mit Vorschuss und Co. Also, ja, Digga, ich krieg das meistens dann mit und dann ist halt direkt. Ist so, ja, du musst es halt anders irgendwie Geld machen, Alter. Dann hast du mal eine Runde Clubshows gemacht, 2-3 Monate jedes Wochenende, Bruder, dann war auch ein bisschen Geld da. Aber die Mucke, die Vorschuss, dass du bekommen hast, Bruder, Universal lädt mich ein, Alter, weißt du, ich meine, Universal, Bro, ist halt großer Name, weißt du? Für so einen auch Heranwachsenden ist es so, oh, krass, Universal. Und dann kommen die dir mit Summen, weißt du, ich meine, so, oh, krass. Und wir wollten es auch nicht so disrespecten und direkt reinscheißen, Bro, wie diese Alibi-Manager, Alter, und die ein Label machen, Vorschuss holen und die kacken rein und gehen jedes Wochenende in den Sauna-Club und so mit dem Geld, weißt du, wie ich meine? Wir hatten so ein bisschen Respekt davor, Bruder, weil wir so von ganz unten kommen, so, oh, krass, Universal, erstes Major-Label, was du das willst, ist Universal, erst so, ist Universal so. Und ja, das war halt so der Grund, aber es war die beste Entscheidung. Wie war es mit deinem Vater, als du irgendwann gekommen bist und gesagt hast, ey, ich habe 250 Oder mein Vater, guck mal, mein Vater ist ein Mensch, ich schwöre, der ist so, der kann mir jetzt nicht so die krassesten Emotionen zeigen, weißt du, ich meine so. Ich habe den auch noch nie weinen sehen oder so, vielleicht einmal, wo mein Opa gestorben ist, so. Aber auch so, kennst du so, nicht, auch voll so, dass du es nicht mal, fast nicht mal merkst, so. Und auch so am Anfang, dann bin ich, weil ich in Cannstatt hier mit dem und dann waren wir da vom Burger King. Voll lustig, weil der mich da eigentlich arbeiten lassen wollte. Und wir haben kurz einen Burger gegessen, weil wir irgendwas machen mussten, irgendwas ummelden. Ich wollte mich selbstständig melden, weißt du? Und dann kommt ein Junge und macht ein Bild mit mir, neben meinem Vater. Und mein Vater, der hat sich so gefreut und dachte sich, was geht ab? Was wollte der von dir, sagt er zu mir, gell? Bist du schon so bekannt und so, sagt er. Weißt du, ja, normal, Alter. Normal, Alter. Lass mich in Ruhe, ich mach Mucke jetzt, Mann, Alter. Weißt du? Scheiße. Nicht Spaß. Aber mein Vater, Bruder, ist ein richtig cooler Typ, Mann. Der ist richtig entspannt und stand immer hinter mir. Weißt du, er hat jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten so. Aber er stand hinter mir. Er hat gesagt, Sohn, mach dein Ding. So und ja. Ist krass, Mann. Und ja, wenn Universal und so, wo kam und wo das Geld kam und so und dann. Er hat sich nicht über das Geld gefreut. Er hat sich gefreut, dass sein Sohn was er schafft, was er erreicht. Weißt du, was ich meine? Und ich bin der Erste von meiner Familie, der so. Ich habe eine sehr große Familie, weißt du, uns gibt, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin so eine Großfamilie, weißt du, aber wir sind halt sehr viele so, in Kosovo halt sind wir sehr viele, hier sind wir jetzt nicht so viele, hier sind wir vielleicht 15 Leute oder so. Und ja, Bro, ich kenne das von meinen allen albanischen. Und die sind halt unten halt normal, weißt du, Kosovo ist ja auch nicht groß. So. Und ey, Bro, ich nur, dass ich frage, willst du Augentropfen oder so, weil du die ganze Zeit Dinger hast? Nee, alles gut. Weil das macht trocken. Ja, ich merke. Ja, soll ich dir geben? Ich habe die hier. Nein, Bruder, ich will keine Augentropfen nehmen. Das fickt meine Augen. Ja? Yeah? Ja, früher zu viel benutzt. Ah, okay, scheiße. Weißt du, ich meine? Ja, ich bin auch so einer, das wird bei mir dann auch, ich kenne das, dass dann so die Augen viel benutzt, so. Mann. Was wollte ich dich fragen gerade? Sorry, ich wollte nur, weil ich gemerkt habe, dass du... Familie, Montenegro, da war ich auch oft. Ulcin war ich oft. Ja? Ulcin war ich sehr oft, Bruder, in meiner, wo ich klein war. Da sind wir immer erst nach Ulcin gefahren und dann nach Kosovo rüber.
Und da ist immer diese verkackte Fähre gewesen, auf die man immer so lange warten Digga, musste. Da musst du 3 Jahre warten, dann kennst du diese Fähre? Autos. Ja, ja, Bro, Zatara. Ja, genau, genau. Ja, ja. Wo du Dinger, wo so Trajekt, diese Dinger da ja, sind. Genau. Und dann gehst du drauf genau, und dann mit Auto, Mann, 30 Autos drauf. Dann. Aber diese 10 Minuten Fähre waren richtig geil, Mann. Richtig geil, das hat mich voll entspannt. Ja, und diese 3 Stunden warten, bis du Ticket ja. kaufst für 8 Euro, Digga. Boah, Bruder. Und dann ein bisschen drauf. Auto. Es war immer so, ich saß hinten rechts, in der Mitte von uns war immer so ein kleiner Kühlschrank und mein Bruder saß links und immer so drauf gepennt. Immer auf diesen Kühlschrank. Ich hab den so verflucht, weil es so eng war, Bro. Jetzt heute, ich könnte niemals jetzt nach Kosovo fahren. 20 so? Stunden. Ich auch nicht mehr, aber früher, Digga. Auf keinen Fall, Bro. Ich kann nicht mal 1 Stunde im Flugzeug sitzen. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Hast du das auch, dass du das hast, so irgendwo zu sitzen und zu reisen? Ja, das ist so dieser typische Würmer im Arsch, Bruder. Halsmaul, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, das so krass eklig hat. Also ich halte es mittlerweile aus so, aber ich mag es nicht. Ich hasse nichts mehr als das, deswegen hasse ich zu reisen, Digga. Also ich krieg fast Panikattacken gefühlt 1-2 Tage ja. vorher. Ja? Nur deswegen, weil ich weiß, ich muss dann Flugangst oder was, richtig? Nein, nicht Flugangst, sondern ich habe einfach nur keinen Bock, entweder Zug zu sitzen oder Auto zu sitzen oder Flugzeug zu sitzen und zu reisen. Ich hasse das. Also diese 2 Stunden. Frag mal den, Digga. Alter, der fährt dann die französische Küste runter, Alter, mit dem Auto. Bist du krank, Digga? Der hat Flugangst. Ach so, ja. Wir sagen so, ey, komm, wir gehen nach Bali. Der so, ah, da muss ich ein paar Tage früher losgehen. Mit Auto, weißt du nicht. Weil der fährt überall hin, aber ja, langsam geht's so. Aber ja, ich, keine Ahnung, lange Fahrten feiere ich nicht, Bro, keine Ahnung. Ich hasse das. Nicht. Also wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich es. Das wollte ich fragen, weil du bist auch hier in Stuttgart, Digga. Du bist noch einer, die meisten Rapper gehen dann irgendwo anders hin, wo es cooler ist. Ja, aber wir haben ja hier unsere Base, weißt du, unser Office und so, GmbH, hier alles. Braucht man eigentlich nicht, Bro. Aber ich merke gerade, dass ich echt selten Interviews mache. Und wenn ich es mal gemacht habe, dass ich mal versucht habe, mich so voll so anzustrengen, ja? Und Scheiß zu labern. Ja, ja, echt? Aber hier ist so voll entspannt. Keine Ahnung, Bro, Alter, was hatte ich denn zu sagen? Ich will eigentlich immer nur Mucke machen und so, ich will nicht viel reden, weißt du? Weil immer, wenn einer viel redet, kommt nichts am Ende raus, so. Nein, finde ich nicht, Digga. Ich finde zum Beispiel, das Witzige war, also, dass ich dir meinen Eindruck gebe, du hast, als ich dich vorhin gefragt habe, wegen Mucke, was du gerne machst, R&B, harter Rap und so, und du weißt, okay, Tim ist so kleiner Fisch, der feiert diese Bretter und so, aber dann höre ich, wie du redest über diese ganze Fremdgeh-Thematik und so, und ich merke, wie das dir aufs Herz geht, und dann bin ich so, ich verstehe, du willst so viel mitteilen darüber, dass du sagst, ey, scheiß drauf, ich mach's in Mucke, da geht's einfach besser. Und das ja, ist Bro, ich schwöre, ja. Also wenn man sich ein Album von mir anhört, dann sind voll viele so Signale, so Sachen, die ich einem mitgeben will und Sachen, die ich gemacht habe, gute, schlechte, weißt du, wie ich meine? Da will ich jetzt sagen, aber heutzutage, die Leute hören sich nicht mehr ein Album richtig an, Bro. Das ist halt der Scheiße und ja, deswegen, keine Ahnung, Alter. Was mit Kunst? Ich sehe, du postest die ganze Zeit Kunst, Digga. Jeden Tag freue ich mich auf ein Bild, was du repostest. Ja, Mann, ich habe so ein paar Seiten, Instagram gefunden, wo gestern geile Porträts und geile Kunstwerke hochladen und die teile ich halt immer in meiner Story einfach, um das den Leuten auch ein bisschen mitzugeben. Und bei dir hat es ja geklappt, du hast es gefeiert, weißt du? Ich habe es übel gefeiert, aber wie passiert das, Digga? Gestern bei Backzeit mit sich schämen für Dinger, Sniper Flow wurde erkannt und jetzt auf einmal so. Backzeit, sagt er. Ja. Und jetzt Dinger. Und jetzt, wie soll ich sagen, Alter? Ich feier's einfach. Früher habe ich Kunst nicht verstanden. Du weißt doch so, da sind 2 Striche an der Wand, der will 25 Millionen dafür. Dann denke ich mir, du Bastard, was ist das? Ja, ja. Aber natürlich hat alles einen Sinn dahinter und jedes Kunstwerk hat ja eine Message so. Weißt du, wie ich meine? Und das habe ich halt irgendwann eingesehen. Oder was heißt eingesehen? Irgendwann habe ich das erkannt. Wie war das? Hast du einmal irgendwas gesehen, was du gesagt hast, krank, Digga? Ja. Ich weiß nicht, bei welchem Gemälde das war, aber es kam einfach. Und dann habe ich gesagt, jetzt. Jetzt check ich, warum jeder so einen Film und Kunst macht. So. Und Gemälde und so, weißt du? Jetzt check ich das. Und so seitdem, ich teile das halt gerne. Also ich habe auch davor schon mich so ein bisschen interessiert dafür, aber ich habe so ein paar Seiten auf Instagram gefunden und ich fand die Bilder geil, so, weißt du? Und ich will die mit den Leuten so ein bisschen teilen. Weil ich fand das auch, zum Beispiel, wenn man jetzt so über Videos und so spricht, habe ich mir auch jetzt ein paar nochmal reingezogen und so. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass du da dir Gedanken machst und sagst, ey, ich will Videos so machen, ja. Die Location, dies, das. Ja. Und Wie kann ich mir sowas vorstellen? Weil das finde ich auch immer sehr, sehr nice, wenn man halt sieht, ey, der Künstler hat eine Handschrift. Genau das, was du sagst mit Präsenz. Aber Präsenz halt für mich nicht nur eine Rolex haben, sondern zu zeigen, ey,
Das ist der Beat, den ich pick, das ist der Flow, den ich nehme, das ist die Melodie, die ich habe, das ist die Lyrics, die ich habe, das Video, was ich mir damit vorstelle, das Kopfkino, was ich hatte bei diesem Track und so. Mhm. Weißt du, so das alles zu verbinden, und das finde ich ja wirklich krass. Guck mal, Bro, Videos sind so eine Sache, dass die meisten, also es gibt viele, die einfach nur ein Konzept kriegen und einfach so oder so machen, also geil oder nicht geil. Ja? Ja, natürlich, also wenn jetzt ein Label einen Auftrag gibt für eine Videoproduktionsfirma, die schicken dir halt ein Konzept einfach und dann machen die es halt einfach. Weißt du, ich meine, es gibt auch viele, aber es gibt auch Leute, die sagen, ey, schick mir kein Konzept, wir treffen uns, wir machen einen Termin, setzen uns zusammen und dann planen wir erstmal alles durch, weißt du. So, und ich bin halt so beim, teilweise mache ich das und teilweise gucke ich mir ein Konzept an, wenn das Fatih mir ein Konzept schickt, ziehe ich mir das rein und denke mir, ey, der hat sich jetzt schon Mühe gegeben. Der hat sich da schon was gedacht und es passt auch. Ich will dem da jetzt mal einmal nicht reinreden. So. Und dann gucke ich mir das an und dann während dem Prozess sage ich ihm vielleicht so, Bro, so und so, Bro, mach mal Handheld, mach mal dein Gimbal weg oder was weiß ich. Oder lass uns doch mal hier drehen auf spontan und so, weißt du, wie ich meine? Yeah. Das sind so eher so die Sachen. Aber wenn ich jetzt ein Konzept geschickt bekomme, wo ich gar nicht feiere, dann natürlich sage ich, hey, Bro, komm, alles von vorne, lass mal was Geiles machen. So. Aber wie machst du das? Machst du dann, setz dich mit denen hin, machst die Konzepte mit denen oder sagst du dann, ey? Genau, ja. Entweder über Telefon oder Treffen, so wie es halt am besten ist. Wie viel Zeit verbringst du für so ein Video, um dir Konzept mit zu überlegen? Und ich glaub, schon ja, wir so machen es ja nicht am Stück, wir machen es über so mehrere Tage immer so. Immer mal wieder telefonieren. So, und dann 3-4 Tage lang telefonieren wir jeden Tag, vielleicht mal so eine halbe Stunde, eine Stunde. Schicken uns Moods rein in die Gruppe, bam, 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 bam. Und dann macht er das Treatment fertig. Und wenn ich ihm Go gebe, dann fängt die Produktion an. Genau. Und wie machst du das bei Mucke? Bist du so einer, wie ich vorhin gesagt habe, gibt Leute, die kommen und sagen, ey, hier ist YouTube-Beat, bau den nach, ich flow auf dem. Oder wie machst du das? Es ist sehr spontan, Bro, keine Ahnung. Also immer anders. Natürlich sagt man, ey, kann man so einen Beat machen, der ein bisschen wie der ist, wie der. Aber im Endeffekt, auch diese Person hat den Beat ja nicht erfunden, weißt du, ich meine. Nein, das ist ja kein Styles, Copy, Digga. Die Styles gibt es ja schon, weißt du, ich meine, so. Und ja, es ist auch schon so. Also nein, natürlich, wenn du Mucke machen willst, dann natürlich sagst du, ich will einen R&B-Beat. Ja, ja. Weil wenn du nichts sagst, dann macht er ein House-Beat und dann wolltest du es nicht, dann hast du deine Zeit verschwendet, weißt du, wie ich meine? Ja, so. Heißt ja, ist ein ganz, ist schon eine geile Sache, wenn man Musik macht, kreativ zu sein und so kreativen Content, so wie ihr auch natürlich macht, ist schon ein geiles Gefühl, weißt du, weil das bist du, das ist individuell, weißt du, ist keine Fließbandarbeit, du stellst nicht 1000 Autos her, du machst geile Mucke, weißt du, wie ich meine? Und ja. Wie viel Arbeit denkst du, brauchst du, um was für dich so die perfekte Zeit, die du hast, um ein gutes Album zu machen? Ein Jahr, zwei Jahre, halbes Jahr? 8-9 Monate. Wenn du es krass machen willst, mit zweimal irgendwo hinfliegen und dort Mucke machen und mit allgemein noch dazwischen ein paar private Sachen klären, das ist schon 8 Monate. Wir haben es auch schon 1000 Mal schneller hinbekommen, oder? Aber wenn du ein geiles Album machen willst, unter 8 Monate oder so, keine Ahnung, also für mich. Wie ist es jetzt zum Beispiel bei deinem neuesten Album? Hast du hast 40 Skizzen, 30 Skizzen, über welchen Zeitraum schreibst du, wie viel schmeißt du weg, wie viel machst du fertig? Das ist immer unterschiedlich. Bro. Also, bis jetzt jedes Album waren mindestens so 30 Sachen, Projekte, so 40, 30, 35 bis 40 Projekte. So. Bei dem neuen? Boah. Ja. Mit Text, mit Wann Beat. Haben wir angefangen? Du fängst ja jetzt erst an, also der Prozess wird ja noch ein halbes Jahr weitergehen, man hört ja nicht auf. Und wann haben wir angefangen? Ich glaube Ende Dezember mit dem Album. Nein, das letzte kam doch im Februar. Ja, aber wir haben doch schon parallel weitergehen. Echt? Welche Lieder haben wir da gemacht? Ah, die Skizzen. Ja, 3-4 Skizzen so. Aber ja, was haben wir jetzt? Das ist ja auch von einem halben Jahr und das nächste Album ist wahrscheinlich in 6 Monaten released und ja. Im halben Prozess sind schon 40 Sachen entstanden, werden wahrscheinlich nochmal 20, 30 entstanden, weil wir jetzt nicht so viel Druck haben, weil wir jetzt langsamer machen, wie ein bisschen davor. Ja, Mann. Ist krass, Mann. Ist schon sehr geil, Bro. Mucke zu machen ist sehr geil. Ich liebe es, Bro. Ich würde es auch wenn es nicht mehr läuft, Bro, dann macht man es halt immer noch weiter, weil es geil ist. Weißt du? Wenn man Bock hat. Digga, dann sitzt du da auf einmal 40 Dinger und dann musst du raushauen, Digga. Welche fickst du jetzt? Ja, das ist
Wie machst du das? Hast du dann so deinen Kreis der Weisen, deine 10 Homies? Ich hab Menü, der meinen Kopf fickt. Ja, glaub mir, Alter, das ist es, Alter, ey, und so. Nee, halt, ich hör halt auf die Meinung von Leuten, die Ahnung von Mucke haben, so. Ich warte noch auf Paris, das muss ich auch noch hören jetzt. Ja, können wir gleich zeigen, Bro. Können wir gleich echt machen, aber was? Also für ihn ist es... Was? Für ihn ist es so der ultimative Song, so. Das ist so... Dann will ich sein Urteilsvermögen gleich testen, wenn ich's höre. Weißt du, wie ich meine? Sehr gut. Aber ja. ich feier ihn, dass er Eier hat, hinter seinem Geschmack zu stehen. Das sowas finde ich gut bei sowas, ja, wichtig. Bruder, der ist doch der kantigste Mensch bei sowas, Bruder. Schwabe, Alter, was denkst du? Alter? Denkst du, der lügt dich an oder was? Ey, aber das ist, glaube ich, schlimm, wenn du mit Leuten kreativ arbeitest. Also ich bin eh felsenfeste Überzeugung, bei so kreativen Sachen brauchst du, ist zu viel Demokratie scheiße. Weil wenn jeder alles irgendwie dann zu allem seinen Senf dazu gibt, Digga, du wirst nie fertig. Ja, weil dann ist alles geil und alles irgendwie scheiße. Ja, stimmt. Ich denke schon, was meinst du mit Demokratie, aber ja, ist so. Ist echt so, mein Alter. Die letzte Sache, beziehungsweise ja, was ich fragen wollte, ist, jetzt siehst du ja die ganzen Kids, du siehst so, mein kleiner Bruder hat mir vorhin diesen 16er gezeigt von seinem Homie und so. Okay. Und nein, keine Sorge, ich zeige jetzt nicht irgendwelche 16er von irgendwelchen Homies, die du bewerben. Alles gut, Bruder, alles gut. Stell dir vor, ich zeige dir so, ey, kannst du bitte auf Instagram posten und dies und das. Bruder, teil mal bitte, ja. Glaub mir, der ist krass, der hat auch diese Audio-Tune. Okay, Bruder, kannst du mal einen Hochwischer teilen? Swipe doch ab, Bruder, 1 Million Zuschauer, vielleicht kriegt er 1 Million Klicks. Ey, Bro, das ist ganz schlimm, wenn meine Stories voll sind mit diesen Rappern. Bring nichts, Mann, Alter, du bringst den Rapper, wenn er krass ist, so oder so wird er berühmt. Wenn er nicht krass ist... Heutzutage, jeder kann auf TikTok und so viral gehen. Digga, die Plattform ist doch da. Früher, wenn du mit Schallplatten rumgerannt bist, ja, normal brauchtest du Push, ja, dass die dich sehen. Aber heute kann jeder. Und wenn du krass bist, bist du krass. Bro, also fertig. Jake. Es gibt keine Leute, die übel krass sind und die keiner hört. Gibt's nicht. Wenn du krass bist, hast du deine Base. Es ist immer dementsprechend. Ist echt viel leichter geworden. Es gibt Leute, die sind ein bisschen underrated, aber das ist halt, das hat dann andere Gründe. Vielleicht sieht der Typ dann scheiße aus, weißt du, ich meine, oder... Oder macht zu wenig oder so. Weißt du, wie ich meine? Das gleicht sich immer aus. Jeder kriegt, was er verdient. Bro. Ich glaube, Shirin ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel eigentlich für das, wo, glaube ich, das die Leute nicht so mögen, ist, dass sie, die ist eine Top-Performerin und so. Die hat diesen Superstar-Appeal. Weißt du, was ich meine? Die hat so dieses Auftreten und so und das macht die extrem gut. Und das können wenige Leute. Du zum Beispiel machst das auch sehr gut. Weißt du, bist gut angezogen, du läufst ordentlich rum und du hast dieses, weißt du, was ich meine? Ich sehe den da gerade. Boah, du tust mich gerade so pushen, ich gehe gleich an die Decke, Bruder. Alter. Was? Hau mal rein, Alter, du bist mich voll am Pushen, Alter. Alles gut, ich meine es ernst, das sind so Kleinigkeiten, Digga. Auch also mit den kleinen Kindern dort, was, Digga, so unangenehm, du nicht wusstest, wie du mit diesen Kids dort umgehen sollst, ich bin abgekackt, aber egal. Wo denn? Warum bist du da unangeschnallt gefahren? Ach so, Kids, bei Late Night Berlin, meinst du? Ja, diese, ich weiß nicht, sind es, ist es Late Night Berlin mit den zwei Kindern da? Aber die haben mich voll geflaxt, Mann. Egal, war trotzdem geil, geile Erfahrung. Geil, dafür gibt es das jetzt hier. Hier ist Kontrastprogramm, Alter. Ja, safe. Nein, aber auf witzig. Auf den Boden der Tatsachen jetzt hier, bringen wir die Leute. Ja, bringen wir echt, Alter. Bringen wir echt. Ich fand es todeswitzig. Nee, also wegen diesen Superstar-Appeal-Shit und so. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Du bist... Die Leute wollen so ein Mysterium haben, wie jemand, der sich gut anzieht, der gut aussieht und so weiter und so. Das ist halt auch irgendwo die traurige Wahrheit. Und wenn du halt ein krasser Rapper bist, aber diese Dinge nicht stimmen, dann wird es schwer, außer du bist halt Eminem und einfach komplett Psycho und so gut, dass alles andere überhaupt nicht mehr relevant ist. Ja, gibt's auch diesen Weg, gibt's auch diesen. Aber Amerika ist eh ein ganz anderes Level, Bro. Also, ich weiß nicht. Vor allem, was krass dort ist, wenn jemand stirbt, ey, der kriegt so einen Hype. Also die tun dann alle so, wow, oh, der war so krass. Hast du es mitbekommen, wer Pop Smoke umgebracht hat? 15-Jähriger, ja. Bro, 15-Jähriger. Weißt du, wie viel der für die Rolex bekommen hat? Wie viel? $2,500. Ja. Für $2,500 hat er den umgebracht. Ja, Bro, aber ich sag dir ehrlich, Mann, ey, die Leute, die, ey, auf einmal, der stirbt, alle, oh, Pop Smoke, The Wound, dies und das. Digga, ihr habt den nicht gekannt. Ich war doch in New York, Bro, 2019, Ende, war ich in New York. Okay, ich habe da ein Video gedreht mit Fatih, dieses 6 AM. Und wir hatten da eine Produktionsfirma. Okay, und der Typ war so ein junger Dude, okay? Ich sag ihn, ey, und ich hab Sonus, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Sonus von aus Berlin, der Produzent hat mir Pop Smoke gezeigt. Ich habe sogar noch einen Screenshot, wo eine Million monatliche Hörer hatte oder 900.000, richtig wenig. Keiner kannte den, Bro, keiner hatte den auf dem Schirm. Ich hab den so gefeiert, weil er Drill-Musik gemacht hat. Und Drill-Musik machen die eigentlich nur in England und ich bin ein übler Fan von UK. Schon immer gewesen, weißt du, alle waren auf Ami, ich so, scheiß auf Ami, Mann, UK, Skepta und so, weißt du, wie ich meine.
Section Boys und so, das war so mein Film. Und dann habe ich, hab das so gefeiert, weil das in Amerika haben das schon ein paar gemacht, aber der hat das so auf irgendwie, auf seinem Style gemacht, weißt du? Und dann, ich bin so in New York und ich rede mit dieser Produktionsfirma, wir sind im Auto, wir hören so ein paar Lieder an, weil wir mussten wohin fahren. Und ich sag denen, ey, kennt ihr Pop Smoke? So, who? Pop Smoke. Ah, you mean Smoke Purp? Gibt's ja auch so einen Rapper, der so heißt. So, nein, nein, Pop Smoke und so. Zeig denen den Song. Da war Dior, dieser Dior-Song schon released, so. Und die kannten den nicht. Die kannten Pop Smoke nicht. Und jetzt stirbt er und alle sind so, ja, rest in peace, man, Pop Smoke und so. Weißt du, wie ich meine? Der war krass. Wir haben den gepumpt und gefeiert. Digga, der hatte Hype, ja, aber der, ihr kanntet den nicht. Weißt du, wie ich meine? Die Leute haben den nicht gefeiert. Gleich wie bei Juice WRLD. So. Tupac war doch einer der ersten Rapper, die, wo dieses Phänomen war. Anscheinend, also die Leute, so die älteren Leute, die Tupac mitbekommen haben, die meinten zu mir, Tupac war schon bekannt, aber der war jetzt nicht so wie jetzt so Drake oder so. Weißt du, wie ich meine? So klar, die Hip-Hop-Leute haben den gefeiert, aber wer hat in Deutschland Hip-Hop gehört? Weißt du, wie ich meine? War auch nicht so eine krasse. So Leute, die älteren Leute von damals erzählen, ey, wir haben uns geschämt, wir mussten uns so verstecken, um Hip-Hop zu hören. Weißt du, wie ich meine, in Deutschland? Und dann wurde er abgeknallt, Tupac, und es war so auf einmal dieser Hype, so Rest in Peace, Tupac, und dann ganze Welt. Und klar kriegst du Aufmerksamkeit dafür, und ich sag auch nicht, Tupac ist schlecht oder so. Tupac ist lyrisch einer der krassesten in meinen Augen, so hat mich auch sehr geprägt. Aber dadurch, dass diese Person stirbt und überall in den Nachrichten kommt und dies und das, ist die Plattform größer. Und vielleicht dann entdecken die Leute, wie krass der eigentlich war. Aber dass man dann so tut, so, boah, ich war schon immer und so, weißt du, wie ich meine? Das hasse ich in Deutschland, dieses Möchtegern-Fanboys und dann auf einmal Profilbild von Juice WRLD und so, weißt du, wie ich meine? Digga, so, ich habe einmal in einem Livestream gesagt, dass Juice WRLD sich inspiriert hat von einem deutschen Rapper. Ich will den Namen nicht nennen. Auf einmal alle. Mit dem Cover oder was war das? Ja, mit dem Cover und alle so. Oh mein Gott, der Depp, als ob sich Juice WRLD, der ist ja, da war er schon tot. Und die Legende Juice WRLD, als ob der nach Deutschland schaut und dies und das. Und ich denke mir, ey, ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung. Guck mal, wo der Lucid Dreams rausgehauen hat, okay? Ihr habt den nicht gehört, Digga. Warum tun die Leute so? Weißt du, und wenn der stirbt, auf einmal, ah, der ist eine Legende. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, was die krasseste Story ist, die ich jetzt hier droppe einfach? Weißt du, was die krasseste Story ist, dass die sagen, nein, er inspiriert sich nicht in Deutschland und die Leute inspirieren sich nicht in Deutschland? Oder? Weil, wer sind wir, Bruder? Sind wir Hunde oder was, Digga? Das ist der zweite oder drittgrößte Markt. Weißt du, wie ich meine? Was von Einnahmen ist. Jetzt nicht von den Klicks und so, aber von Einnahmen ist Deutschland, glaube ich, sogar der zweitgrößte Musikmarkt. So. Und obwohl, ich hasse mich selber manchmal dafür, dass ich so oft einfach die Wahrheit ausspreche und einfach kein Blatt vom Mund nehme und halt das sage, dass er sich inspirieren lässt, weißt du? Und ich wollte ja nicht sagen unbedingt, dass meine Aufgabe war ja nicht zu sagen, dass Juice WRLD von dem Cover klaut. Meine Aufgabe war, meine Absicht dahinter war ja einfach, ey, und Deutschland nicht so schlecht zu reden, Bro, wir sind auch krass, Mann, wir machen auch geile Sachen, weißt du, wie ich meine? Und das nur zeigen, dass die Amis uns auch feiern. Weißt du, wie ich meine? Dass die auch hier hingucken. Klar, biten die keine Songs von uns. Weißt du, wie ich meine? Die sind ja auch Nummer 1 Weltmarkt. Weißt du, wie ich meine? Und ich will halt nur zeigen, dass. Ich will uns nicht runterreden, Mann, wie diese ganzen anderen. Ich hasse diese ganzen. Diese Fake-Fans und diese Wannabe-American und was weiß ich. So, ey, Bruder, was gibt. Die scheißen doch auf dich, Alter. Was gibst du denen Gesicht? Gib deinen eigenen Leuten Gesicht hier in diesem Land. Weißt du, wie ich meine? Respektier das doch. So, Geschmackssache ist was anderes, aber respektier das doch. Mach doch die Leute hier nicht runter. Wie siehst du das mit diesem Inspirationsding? Ich glaube, das, was die Leute triggert, ist, dass die sagen, ey, so, wo ist das Originelle an Deutschrap? Ja, aber du erkennst schon, wenn was gebeitet und was inspiriert ist. Weißt du, ich meine, wenn was inspiriert ist, dann trägst du das auch ein. In die GEMA und dann trägst du das auch in die Beschreibung rein, dass es ein Cover von dem Song ist. Weißt du, das ist für mich nicht geklaut, Bro. Gib's es doch offen zu, du sagst es von Anfang an. Wenn ich jetzt einen Song nehme, der 60 Jahre alt ist oder 100 Jahre alt ist, ein albanisch traditionell ist, eine neue Version davon mache und genau sogar so nenne und es auch so, weißt du, wie ich meine? Dann kannst du dir denken, dass ich da nicht versucht habe, jemanden zu täuschen, weißt du, wie ich meine? Aber wenn du es dann klaust und versuchst, jemanden zu täuschen, das ist dann schon Lash, Bruder, in meinen Augen, sag ich dir. Ja, das ist auch Lash. Ist dann schon kacke, so, dann hast du es auch verdient, so, weißt du, aber... Drake zum Beispiel hat es top gemacht mit Superman von Eminem, mit Dinger, mit Chicago Freestyle beispielsweise. Ja. Ich finde, das ist so ein Beispiel von krass gemacht, ein bisschen also anderer Beat. Ja, da juckt es auch keinen, Mann, da ist auch so, da featuret sich auch jeder gegenseitig und so, weißt du, Amerika, die...
Weil die haben so viel Geld, Bro, und da, die machen ihr Ding und die sind eh so erfolgreich und das juckt die nicht. Die wollen die anderen nicht unten sehen, weißt du, wie ich meine? Hier ist so, ich glaube, dass in Amerika der Kunde schon leichter ist als in Deutschland. Genau. Wir sind hier schon extrem so wählerisch und schnell. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich sage es dir auch ganz ehrlich, also diese Rap-Memes mit Ding, wo die diese ganzen Byte-Videos machen und so, ja, ich bin der Erste, der sich den Arsch ablacht darüber. Aber, ja, schon. Ja, ist ja auch, kannst du ja machen, Bruder, ist ja nicht aber schlimm. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite ist es halt so, Deutschland ist definitiv mehr als das. Also es gibt auch sehr, sehr krasse eigene Waves. Also ich zum Beispiel, ich muss sagen, also UFO ist für mich so ein gutes Beispiel, sagt, ey, Future inspiriert mich, das ist so das Zeug, was ja. ich mache. Der macht das sehr, sehr krass. Und da muss ich sagen, finde ich das sehr gut. Bei Enno, ja, da gibt es vielleicht das ein oder andere, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt schon sehr ähnlich. Weiß nicht, was da GEMA-mäßig eingetragen ist oder nicht, aber... kann man ja nachschauen. Genau, also ich weiß es nicht, das meine ich. Ja, aber Bruder, in meinen Augen, Bruder Enno, nicht weil ich ihn lang kenne oder weil ich hier beschützen will, Bruder, in meinen Augen, ist ein Motherfucker, Bruder, in meinen Augen, Enno. Ist ein Macher, so, man kann lachen über ihn, will, der lacht 10-mal zurück, Bro. Er hat's geschafft, Bro. Willst du machen, jeder hat seinen Weg. Der gibt sich nicht mal Mühe, das ist das Krasse, Bro. Der sagt immer, wenn wir reden und so, Bro, du bist Künstler, ich bin... Was? Weiß ich mein so. Ja, so, ich bin Businessman, sagt er. Der so, ich gebe mir nicht mal Mühe, ich scheiß drauf. Weißt du, wie ich meine? Und trotzdem hat er Erfolg, trotzdem 100 Millionen Klicks auf einen Song. Weißt du, wie ich meine? Muss man auch respektieren. Ja, das ist schon krass. Das ist Geschmackssache, Bro. Weißt du, ich meine? Das ist wirklich Geschmackssache. Ich bin auch keiner, mir steht es auch nicht zu, das zu verurteilen oder so. Ich bin da so, für mich ist Inspiration legit. Für mich ist das so, ich habe meinen Geschmack, jeder hat da seinen Geschmack. Und weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ja. Ich muss sagen, was mich glücklich gemacht hat, ist, dass ich gerade vor diesem Podcast von dir auf jeden Fall diesen einen Track gehört habe, der mich weggeballert hat. Ich sag's dir ehrlich. Das ist dein Herz, Bro. Das war der drittletzte, ey, ich sag's euch, der war wirklich, also Real Talk, der war krass. Ja, wir drehen ein Video in Stuttgart, komm drauf, wenn du willst, Alter. Mach dann irgendwelche Faxen, Alter. Soll ich machen, ich lerne. Kannst du so Saltos und so? Butterfly. Ich hab mal mit Butterfly und Saltos ein Ding gemacht. Kannst du Saltos? Ja, aber kann ich jetzt also nicht mehr machen, weil ich ein bisschen verletzt bin noch, aber ich konnte schon, ja. Wie verletzt? Ich kann ein bisschen Hampelmann machen, Digga. Wie Hampelmann? Ja, Saltos machen, dies, das und so. Achso, so hier. Mit Butterfly rumdribbeln und so, ja, genau. Achso, ja, oder? Mach. Nein, ich bin. Ey, wir machen auf jeden Fall ein Video dazu. Wird wild. Was mich übergeschickt hat, dass du mir dieses Video geschickt hast von meinem Interview in diesem Auto. Ich wollte wo jetzt alle denken, ich bin auf Kokain, sein ey. Vater, Bruder, auf das Schlimmste, Bruder. Ja, weil ich so diese Hänger bekommen habe. Was für Hänger? Du hast halt so ticksmäßig. Ich hab die auch, aber... Oder es ist echt so traurig, Mann, ich schwöre, weil... Es ist eigentlich ein sehr trauriges Thema, weil viele lachen drüber und so. Ich habe auch kein Problem damit, weißt du, wie ich meine? Aber so, dass ich so als Junkie dargestellt werde und so. Auch damit habe ich kein Problem, aber... Es ist einfach traurig, dass du eigentlich so ganz anderes also einen ganz anderen Hintergrund hast. Du hast mir auch erzählt, du hast Probleme mit deinen Rücken, Wirbelsäule etc. Du kannst nachvollziehen, wie das ist, Bro. Digga, bei mir ist manchmal so hier so Schulter und Brust so. Bro, ich hatte wirklich, seit ich so... Da, wo es alles angefangen hat, in dieser Zeit, Bruder, bis jetzt, vor kurzem sogar noch, hatte ich sehr viel, sehr lange Probleme mit meiner Wirbelsäule und so, weißt du. Und das sind dann so Sachen, die erzähle ich. Ich erzähle hier sehr viel so privat, so, aber da habe ich natürlich, ich sage ja nicht, ja, aber das und so und mir geht's nicht gut und so. Weißt du, ich meine, Digga, die Szene... Da hat keiner ein Ohr dafür, dass du rumholst und sagst, mir geht's nicht gut. Deswegen heule ich die Leute auch nicht voll, weißt du, wie ich meine? Und ich habe so Kommentare gelesen, die sagen, ey, der musste furzen und so. Da musste ich auch selber lachen, Bro. Da musste ich auch selber lachen, aber es ist im Endeffekt traurig, weil ich diese Ticks habe, Bruder. Und die ist einfach, weil ich diese Rückenschmerzen, diese Nackenschmerzen sehr lange hatte, weißt du, wie ich meine? Und du kennst es selber, Bro, du hast mir erzählt, wenn du deine Ticks bekommst, du kannst es nicht, weißt du, wie ich meine? Nein, Digga, und bei mir sind ähnliche dafür, Kommentare Alter. Manchmal. Ha? Bei mir sind ähnliche Kommentare manchmal, ich lache da selber drüber, so scheiße. Ja, drauf. Schon, ja, schon. Aber nee, bei dir weiß es keiner, ich wusste ja, es genau, nicht. Ja, genau, bei mir weiß man das nicht und, ja. Also ja, kurz peinlicher Hintergrund, ne? Ich hab ihm das so geschickt, so auf Lachkick und dann erzählt er mir halt so den Grund dafür. Ich hab mich so eklig gefühlt, das wollte ich euch gar nicht vorstellen. Ich hab mich so eklig gefühlt dann. Ich schwör auf alles, ne? Aber, egal, ja, Bro, egal. Also, keine Ahnung. Wäre es jemand anders, ich würde es bestimmt. Ich würde mich auch totlachen, keine Ahnung. Ja, wenn du es nicht weißt, Digga, ich weiß nicht. Also so. Ja, aber ja, das man ist denkt halt in dem Moment, man liest einen Kommentar und man denkt, man kennt die Wahrheit. So. Das ist halt so das Traurige. Ja, da ich will mich noch gar nicht rechtfertigen, weil egal wie du dich rechtfertigst, im Endeffekt,
Rechtfertigung ist so, wie selbst, als ob du dich selbst anklagst. Weißt du, ich meine, gibt es so einen Spruch. Und Bro, du musst dich nicht rechtfertigen, Digga. Du hast, ja. du hast aber gut den Spiegel vorgehalten. Nicht nur mir, sondern auch den anderen Leuten. Und das ja, ist schon safe. Und, aber es gibt auch, im Endeffekt, egal was du sagst, es gibt auch Leute, die sagen, ja, der labert doch. Der will nicht sagen, dass er Drogen nimmt und was weiß ich. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich Drogen nehmen würde, ich würde es dir sagen. Weißt also nach dem, was du heute alles gesagt hast, keine Ahnung, ob das jetzt noch irgendwie den Kohlen fett macht, ob du da jetzt lügst oder nicht. Also ich persönlich glaube dir, aber das ist mir jetzt, also nein. weißt du, ich meine, das kann dir auch scheißegal sein, glaube ich. Safe, safe. Geil, Mann, Alter. Wie lange sind wir schon hier am Reden? Ja, 2 Stunden, Digga. ja, komm, geht. Ich hab echt sehr Hunger, Bro. Ja, ja, nee, alles gut. Wollte ich mich, muss ich mich langsam verabschieden. Dardi auf Darby. Dardi auf Abaco Steak, 200 Gramm oder 300 Gramm. Oh, ich erinnere mich, dass wir neulich dort waren. Wir waren doch dort, Mann. Letztes Mal wir waren war doch dort, Mann. Ich war das letzte Mal Steak essen, war ich mit dir Steak essen. Ja, muss ich mir überlegen. War doch geil, Mann. Alter. Ich dachte, du zahlst, Alter. Ich so, scheiße, der braucht zu lange, um sein Portemonnaie rauszuholen. Dann habe ich einfach gezahlt. Stimmt. Nein, Spaß. Der hat alles gezahlt. Nee, nee. Aber war geil, Mann. Das war echt geil. Das war nach dem Stream hier, ne? Das war nach dem mein Stream. Mein Bruder, ja, safe. Mit Alban. Den geht's auch bald wieder los, Bro. Bin ja jetzt umgezogen und musste auf Glasfaser, muss ich jetzt warten. Das kommt im August. Und dann kann man wieder streamen, Bro. Davor unmöglich. Ja, da kannst du gut streamen. Und ich habe extra einen Studioraum dafür und so. Habe ich alles schon in meinem Haus so. Besser gesagt, mein Bruder seine Wohnung im Haus so. Und dann fangen wir wieder an. Und streamst du noch? Bist du noch auf Twitch unterwegs? Ja, ja, manchmal. Also ich mache so einmal in der Woche. Einmal in der Woche, ja? Was machst du da so? Verschiedene Sachen. Digga, ich setze mich hin und dann... So wie du bei Mucke, Digga, das, worauf ich Bock habe. Einfach, ja. Auch Reactions und so ein bisschen? Aber so auf so, keine Ahnung, auf so abgefuckten Scheiß. Irgendwie, keine Ahnung, ja. Wenn ich Bock habe, Doku anzugucken, gucke ich Doku. Ich feier Twitch, Mann, ich feier Twitch, weil das ist so, weil du einfach live bist, weißt du, ich meine, du kannst dich nicht verstellen, du kannst nicht cutten und so. Ja, die Leute nehmen dich auch schnell hops, wenn du Scheiße redest und so, das ist auch witzig so. Ja, aber muss auch aufpassen, Bro, muss auch aufpassen, was man sagt da. Ja, 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 also da muss man erst. Ey, Leute werden immer gebannt, Alter, Bruder, die bauen ihr ganzes Leben drauf auf, die holen sich Equipment, Alter, und dann sagt der so ein komisches Wort und da steht so permanent Bann und dann. Ist schon hart. Dann siehst du die so auf YouTube-Stream, so um 2 Uhr morgens. Ja, diese ganzen Kein-Konzept-Videos und so, schon witzig. Aber das ist auch witzig, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch stark finde bei dir, ist, dass du so offen bist für solche Sachen, weil die meisten Rapper sind sich für sowas zu schade und sagen dann, ja gut, das ist jetzt halt irgend so ein Nerd-Shit. Ja, safe, aber für mich gibt es so keine Schablone für den perfekten Rapper, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich versuche, ich mache einfach mein Ding und selbst wenn ich falsch liege und mir das irgendwas kaputt macht, dann ist es so, Bro, dann ist es so. Keine Ahnung, aber ich will jetzt nicht, ich will halt dahinter stehen so, weil ich will jetzt, ich mach das gerne, weißt du, wie ich meine, probiere auch gerne Sachen aus und ich will mich nicht dahinter verstecken und beim Ende bin ich unglücklich, weißt du, wie ich meine. Ja, am Ende aus Angst, uncool zu sein, Digga, machst du am Ende ganz gar genau, nichts mehr. Ganz genau, Mann, und du musst keinem was beweisen, Bro. Heutzutage ist uncool sein cool. Ja, Digga, also weiß wenn ich schon höre, was alles cringe ist und so ein Scheiß, aber ich krieg da eh Upturns drauf, also mir ist das scheißegal. Aber Junge, ich sag dir, was du brauchst ein dickes, fettes Steak von Abacus und du musst jetzt hier... Ganz genau, Bruder, ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir, Junge, wirklich, dass du... Für die Einladung hier und ich danke dir, dass du meinen Kühlschrank auf deinen Rücken hochgetragen hast. Ich habe gar nichts hochgetragen auf meinen Rücken, nach wie vor, das ist falsches Lob. Danke dir, dass du den Scheiß hier gegeben hast, Digga. Nee, war wirklich cool und vielen Dank, Digga. Safe. Ich danke dir, Mann. Jetzt müssen wir uns verabschieden auf Kamera. Nein, okay, Jungs, ey, wir sehen uns. Passt auf euch auf. Und ja. Trink ey. Wasser. Wasser verleiht Flügel, nicht Red Bull. Das war's, Freunde. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Werbung für Blinkist. Unten in der Beschreibung habt ihr den Link. 25% gibt's Rabatt auf das Jahresabo. Ihr habt 4500 Sachbücher und es kommen monatlich 40 neue Bücher dazu, die zusammengefasst werden. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, Freunde. Jeden zweiten Tag zumindest sich mal so eine Zusammenfassung reinzuziehen. Ich sag's euch, das erweitert euren Horizont. Wissen ist Macht, es ist unterschätzt. Und nutzt die Zeit, in der andere Leute gerade am Abslacken sind, nichts machen, um in euch selbst zu investieren. Das bleibt. Wenn ihr einmal eine Sache verstanden habt, unterschätzt das nicht. Das begleitet euch euer Leben lang. Wenn du etwas einmal in deinem Leben verstanden hast, kannst du es nicht mehr unverstanden machen. Deswegen, wenn das für dich interessant klingt, mein Freund, dann hast du unten in der Videobeschreibung den Link, wo du 25% auf dein Jahresabo kriegst. Vielen, vielen Dank, Freunde, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Ich hoffe, dass es vielleicht auch, also das interessant war einfach. Ich fand es todesinteressant. Ich fand es auch extrem cool, wie offen da dann gesprochen hat über all diese Dinge, ist nicht selbstverständlich. Also irgendwie, ich bin so Rap-Interviews immer anders gewohnt. Ja, vielen, vielen Dank. Für mich auch eine krasse Erfahrung. Also ich feiere es einfach, dass wir hier immer unterschiedliche Gäste haben. Aber ja, vielen, vielen Dank, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Gast ihr haben wollt. Auch wenn die nächsten 3 Gäste schon feststehen. Wir dann halt nächsten Monat. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Ciao.